Sind wir live? Ja. Ich denke schon, jetzt steht es dort. Ja, ja, da steht es. Live sind, genau. Okay, Moment. So. Ach, das muss. Ja, jetzt steht er live. Okay, ich teile jetzt mal unseren Beitrag über das YouTube und dann starten wir durch. So. Es geht sofort los. So. Ja. Irgendwas sind wir schon live, ja? Ja, genau, wir sind jetzt live. Also erstmal seid gegrüßt, Amir und Bruder Josef. Der Herr segne euch. Der Herr segne dich, Bruder. Und genau, für alle Zuschauer und für, ich hoffe, dass auch dort Muslime sind. Ich hoffe, dass sie auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir werden hier Fakten darlegen. Also wir werden nicht aus irgendwelchen Bauchgefühlen oder irgendwelche Verse oder irgendwelche Scharia-Auslegungen irgendwo hernehmen, sondern wir werden das nur sagen, was in euren Büchern steht. Und ich hoffe, dass ihr wirklich auch prüft, was wir euch sagen, und die ganze Quellenangaben werde ich euch später nach dem Livestream alle hergeben. Ja, Bruder Amir wird dann auf jeden Fall sprechen. Also wir haben da so vorgeschlagen, dass der Bruder Amir uns quasi die islamische Verfassung spricht. Ich werde zuerst anfangen, was ist die Scharia? Ungläubige, also ein Ungläubiger in einem islamischen Staat, also ein Fremder, wie man mit denjenigen umzugehen hat. Und dann wird dann Bruder Josef Drazi dann mit dem dritten Punkt, wie ist die Bibel entstanden? Also wir haben ungefähr 4 Punkte. Es kann aber auch quasi auch ja ausweichen, dass wir da mehrere Punkte entnehmen. Aber ich hatte so vorgeschlagen, dass wir 4 Punkte nehmen. Der dritte Punkt ist, wie ist die Bibel entstanden von Josef Drazi. Und der vierte Punkt ist, wie ist der Koran entstanden? Und da werden wir dann quasi uns gemeinsam dann ungefähr ja ergänzen. Ja, genau. Ja, erstmal seid gegrüßt. Es werden noch einige noch Zuschauer kommen. Also das kann ein bisschen dauern, weil Moment, ich muss hier, glaube ich, was noch einstellen. Nee. Eine Frage, kann man uns hier hören? Kann man auch mich hören? Ja. Sind Leute da, die da ein Zeichen geben? Ach, da müsste man. Oh. Ja, gut, also man kann uns hören. Ja, ich wünsche erstmal alle Gottes Segen. Der Herr Jesus Christus segne euch. Für viele Muslime ist wirklich, also ich glaube zu 70-80% wirklich der Muslime wissen gar nicht, was wirklich die Scharia aussagt. Die Scharia haben, aber die wissen nicht, was wirklich der Kern dahinter steckt. Zum Beispiel auch im Iran, ich glaube der beste Beispiel ist der Bruder Amir, seine Eltern, die wollten ja auch damals die Scharia haben. Khomeini hat das ja quasi die Scharia in Iran ja hervorgebracht. Und jetzt sind viele in Iran wollen den Islam gar nicht mehr haben, weil die wirklich jetzt spüren, das ist wirklich die Scharia. Und zum Beispiel auch in Afghanistan war wirklich Freizügigkeit. Und gibt es in einzelnen Städten, in Dörfern, dass wirklich dort Scharia herrscht, aber jetzt keine islamische Stadt gibt. Und dort sind viele auch wirklich auch Afghanen, die wirklich den Islam auch schon hinterfragen. Also ich kenne einige Afghanen, die den Islam wirklich verlassen haben. Und meine Aussage ist für den heutigen Beitrag ist, der IS ist der hundertprozentige islamische Staat. Und das ist quasi meine Aussage heute. Und ich werde das auch ganz klar belegen. Der islamische Staat handelt nichts anderes als damals, als Mohammed gehandelt hat. Wir wissen ganz genau, die Islamgeschichte zeigt uns auch auf, als Mohammed in Mekka war, der war ja noch ein ganz anderer Mensch als in Medina. In Medina wurde er erst zu einem Löwen, also in Mekka war er noch ein Lamm, und das ist nicht fragwürdig. Er gehörte damals zu den Koraschiiten, und die Geschichte begann schon sehr merkwürdig. Ja, die Geschichte zeigt einfach nur auf, als Mohammed Machtstruktur in Mekka gehabt hat,
ist er dann quasi nach Medina quasi geflüchtet und dort hatten schon einzelne jüdische Stämme Streitigkeiten gehabt. Und Mohammed war einer, der versucht hat, unter den ganzen jüdischen Stämmen quasi, einen Schutz aufzusuchen und hat quasi, war derjenige, der auch unter den Juden Frieden hervorgebracht hat. So, aber das war nichts anderes als nur als ein, quasi wie eine Ausnutzung. Der Beweis liegt einfach daran, dass Allah seine Meinung ändert, wie wir unsere Socken ändern würden, ja. Es kann nicht sein, dass nach ein paar Jahren Allah so sagt und dann spricht Allah auf einmal, dass die Juden zu den Rechtschaffenen gehört. Und dann am Anfang, als in Medina noch, in ungefähr einem Jahr, hat Allah seine Meinung geändert. Das heißt, damals durften die Juden, also die Muslime am Anfang, also Mohammed hat Richtung Jerusalem gebetet. Und da die Juden den Islam nicht angenommen haben, hat auf einmal Mohammed Richtung Mekka, das heißt Richtung Mekka, und damals für die Juden war das schon sehr fragwürdig. Also es waren viele Widersprüche dahinter. Auch wenn die Muslime behaupten, dass Nassach, dass der Koran sich fortlaufend offenbart hat, ist das trotzdem die Tatsache dafür, dass der Koran totaler Widerspruch ist. Das heißt, wenn in der Bibel zum Beispiel im Alten Testament steht, dass man Richtung Tempel oder wie auch immer Richtung Jerusalem betet, dann bleibt es auch bestehen und dann nicht auf einmal, ja, wir beten jetzt auf einmal in ganz andere Richtung. Und das ist, zeigt einfach für mich auch die Mohammeds Handlungen, wie Mohammed überhaupt gehandelt hat. Zum Beispiel finden wir auch unter den drei größten Stämmen, zum Beispiel Banu Qurayza, Bat Nadir, ja, und teilweise auch die eine der größten Stämme, die abgeschlachtet wurden, die Banu Qurayza. Und dann gab es noch den jüdischen Stamm Banu Koneka, das war ein Stamm, wo Mohammed etwas noch quasi Barmherzigkeit gehabt hatte. Er hat damals diese Stämme quasi aus Medina quasi, quasi bekämpft und quasi hat er die quasi verfolgt und hat sie aus Medina ausgetrieben, obwohl die schon immer schon sesshaft waren. Die Geschichte zeigt uns auch, dass Medina nicht Medina hieß, sondern Yathrib. Yathrib war damals eine Stadt, wo viele Juden und Araber zusammen gehandelt haben und Güter quasi verkauft haben und dort quasi sich ernährt haben gegenseitig. Und die Araber und die Juden hatten ja totale Frieden gehabt. Als Mohammed aber in Medina gewesen ist, hat er die Stadt in Medina umgewandelt, Stadt des Propheten genannt. Und man vermutet, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde, dass dort quasi die Juden quasi in Medina sesshaft wurden, wie zum Beispiel Bat Nadir. Die Geschichte zeigt uns auch auf, ein Widerspruch in sich. Es gibt in Sahih, da heißt es, dass Mohammed noch nicht mal die Palmen geschadet hat. Das stimmt aber nicht. In Surah 59, Vers 5 hat er die Bat Nadir angegriffen und hat er die Palmen verbrannt. Da heißt es hier, wenn ihr Palmen umgehauen habt oder habt stehen lassen, geschah das mit Gottes Erlaubnis. Also immer wieder mit dieser Betonung, es war mit Gottes Erlaubnis. Und die Sahih, deine Sahih authentische Aussagen heißt es, dass er noch nicht mal die Palmen was getan hatte. Aber hier heißt es ganz klar, dass Surah 59, Vers 5 ein totaler Widerspruch in sich war. Und wir finden haufenweise Stellen, die Mohammed kein perfekter Prophet ist, wie in Surah 47, Vers 19, Surah 46, Vers 9. Das heißt, auch Mohammed hat damals die Diebe, die seine Kamele quasi geklaut haben, die zwei Diebe hat er abgeschlachtet, die Augen rausgerissen und hat quasi gegen den Koran selber gehandelt, wo in Surah 8, 13 steht, dass man ein Dieb ja den rechten Hand, also den Handgelenk abhacken soll. Mohammed selber hat sich nicht daran gehalten. Also wenn Mohammed sich nicht daran gehalten hat an den Koran und die Muslime behaupten, dass der Mohammed perfekt ist, einer der besten Mensch, der Barmherzigkeit an Menschen ausgeübt hat, dann kann ich da keine Barmherzigkeit entnehmen. Und es ist ein Widerspruch. Mohammed ist selber Allah und er entscheidet, was im Koran kommt und was nicht. Und dann finden wir auch genug Aussagen, wie zum Beispiel die Banu Qurayza. Die Banu Qurayza hatten damals mit den Qurayshiten sich ja zusammengetan. Mit völlig legitim und zu Recht. Das war eine Verteidigung. Nichts anderes, weil Mohammed quasi der Ruhstifter war in Medina. Und der Beleg, der beste Beweis ist damals, dass in Medina die Qurayshiten in Ruhe gelassen haben. Die islamische Quelle zeigt uns auch auf, wie das überhaupt zustande ist. In Al-Badr war damals ein Tal, der hat Mohammed quasi angegriffen, weil er wusste, dass Abu Sufyan eine große Beute mit sich hat. Und diese Beute wurde dann quasi, hat der Abu Sufyan mitbekommen und er konnte fliehen. Erstens, er hat zuerst angegriffen. Zweitens, kein einziger
Qurayshid oder Götzendiener hat ihn in Medina angegriffen, er war der erste Angreifer. Der dritte Punkt ist, sehen wir danach, als die Banu Qurayza hatten sich damals zusammen mit den Qurayshiden zusammengetan, um Mohammed zu stoppen. So, Mohammed hat dann den Krieg dann auch gewonnen und er dann war dann ein Zwischenstopp, es war dann kein Krieg mehr. In der folgenden Sura behauptet dann auf einmal in Sura 33, da heißt es, dass in Ibn Isaac steht folgendes, Angriff auf die Banu Qurayza. Da heißt es wortwörtlich in den Koransura, der Engel trug ein Turban aus Brokat und auch der Sattel des Maultieres, auf dem er ritt, war mit Seidenbrokat bedeckt. Er fragte den Propheten, hast du die Waffen bereits niedergelegt? Ja, antwortete Mohammed und Gabriel fuhr fort. Die Tatsache ist, dass Mohammed danach sofort angegriffen hat, in der gleichen Nacht, und er sagte, wir werden unsere Gebetszeit bei der Banu Qurayza verbringen. Und das ist wirklich die Tatsache, was hier geschehen ist. Und dann heißt es wortwörtlich, dass ungefähr 600 Qurayshiden wurden im Lauf der Sklaven, ja, wurden gemacht und umgebracht. Etwa 600 Qurayshiden wurden im Laufe des folgenden Tages abgeschlachtet. Das muss man sich überlegen. Die Frauen wurden unter den Muslime verteilt. Mohammed schickte einige der Frauen, die ihm als ein Anführer zu fallen waren. Er hatte 5 der Beute zu beanspruchen. Das findet man auch in Sura Anfal. Nach dem nackten Pferdenwurfen gegen sie einzuhalten. Also hier sehen wir, dass die Muslime versuchen, sich die Tatsache dann herauszureden. Dann heißt es, ja, aber Mohammed hat ja nicht getötet, sondern ein gewisser Saad. Okay, also Saad hat ja die Entscheidung dann getroffen. Aber weißt du wieso, lieber Muslim? Damit Mohammed von den anderen Stämmen nicht angegriffen wird. Er hat natürlich einen Juden diese Entscheidung gegeben, wo die Muslime behaupten, im 5. Buch Mose hat er die Entscheidung quasi zitiert und getroffen. Die Tatsache ist aber, A, Mohammed hat zuerst angegriffen. Zweitens, ist Hitler dann unschuldig an den 6 Millionen Juden? Das ist jetzt meine Frage an die Muslime, weil Hitler hat ja nicht selber erschossen, die 6 Millionen Juden. Das ist erstmal die Tatsache. Der Mohammed hatte Leute gehabt, wie Hitler auch genauso. Und wieso ziehe ich diesen Vergleich? Weil ganz klar, Mohammed hatte was gegen die Juden gehabt. In dem authentischen Sahih heißt es, bekämpfe den Juden, bis sogar der Stein sagt, oh Muslim, hier ist ein Jude. Alle 4 Rechtsschulen sind sich einig, zwischen Iran und Sunniten sind sich alle einig, dass der Jude ausgerottet wird, erst dann kommt das Endgericht. So, und Mohammed hat ja die Entscheidung den Saad gegeben, aber trotzdem ist Mohammed schuldig. Mohammed hat diese Entscheidung zugestimmt, eben in Islam Band 2. Das werde ich gleich noch unter die Quellen nach dem Video alles hergeben. Er hat die Entscheidung zugegeben, ja, und hat diese Entscheidung gegrüßt. Nach dem Aussage sagen die Muslime, ja, Mohammed ist ja unschuldig, weil er die Entscheidung ja gar nicht getroffen hat. Ja, Moment mal, dann ist ja der Hitler ja auch schuldig. Dann hat ja Hitler nicht persönlich den Juden umgebracht, sondern seine Leute. Er hat gesagt, entscheidet mit dem, macht was ihr wollt. Und das war quasi die Tatsache auch bei dem Propheten Mohammed, angeblicher Prophet. Ich möchte keine Muslime beleidigen, aber das ist die Tatsache. Ich lese diese Sache von Rudi Paré, Mohammed und der Koran. Diese ganzen Quellen habe ich auch hier. Die andere Islamgeschichte, Ibn Nessar. Und da sind einfach nur Quellen. Jetzt lege ich mal ein paar Sachen, wie man mit einem Ungläubigen in einer islamischen Stadt umzugehen hat. Zum Beispiel finden wir das islamische Fremdenrecht. Also wenn es eine Islamstadt gibt, ja, dann muss man mit einem Fremden, der in der islamischen Stadt wohnt, Folgendes zu tun. Zum Beispiel finden wir zum Beispiel das Familienrecht und Eherecht. Alleine schon nach Paragraph 35, das ist fest verankert. Hier heißt es Folgendes. Für den Anschluss einer Ehe im Islamland gilt der Grundsatz, die Frau folgt dem Manne in Bezug auf das Aufenthaltsort. Almaratan atahabihat lahuaga. Das heißt, infolgedessen auch in der Staatsangehörigkeit. Das heißt, wenn der Frau eine islamische Staatsangehörigkeit besitzt, der Mann herrscht über sie. Und dann heißt es Folgendes, wenn also eine Fremde, ein Muslimina, einen Muslim oder eine Sima heiratet, so nimmt sie ihren dauernden Wohnsitz im Islamlande und wird dadurch Simmer. Es ist ihre Gatte Simmer und will sie in Ausland zurückkehren und jetzt genau zuhören, so steht es in dem Belieben ihres Mannes, die Rückkehr
zuzugeben oder sie infolge seiner ehelichen Gewalt im Gefängnis werfen zu lassen. Also die Frau hat gar nicht zu entscheiden. Der Mann kann sagen, du kommst jetzt ins Gefängnis. Und die Juristen in dem islamischen Recht würden das sogar begrüßen und sagen, der hat doch vollkommen recht. Das sagt unser islamisches Recht. Und wir finden, bei Jesus Christus hat er keinen Unterschied gemacht zwischen Frau oder Mann. Er hat eine Samariterin, die eine Halbjüdin war, hat er nicht verurteilt, sondern hat die Vergebung einfach ausgesprochen. Und sie lebte sogar in der Unzucht. Und laut Alten Testament wäre diese Frau genauso gesteinigt wie in Johannes 8. Aber er hat Barmherzigkeit an diese Frau ausgesprochen. Und wir sehen hier, dass der Mann ganz klar diese Frau ins Gefängnis packen kann. Ja. Und dann heißt es weiter, im Falle der Scheidung oder beim Tod ihrer Gatten darf sie zurückkehren. Ihre Kinder aber darf sie nicht mitnehmen, da sie dem Vater im Zimmer folgen. Das heißt, die Kinder darf sie nicht mitnehmen. Das heißt, die Kinder leben einfach ohne Mutter. Ist das nicht heftig? Wie würdest du dich fühlen, lieber Muslim, wenn ich deine, deine Kinder nehme, weil jetzt deine, wenn du in einem christlichen Staat lebst, zum Beispiel, es ist eh überhaupt gar kein christliches Land, aber beispielsweise, wenn es ein christliches Gesetz gibt, gibt es auch nicht, weil wir uns nach Römer 13 unter dem Gesetz unterordnen. Es ist ein Beispiel gemeint. Wenn du zum Beispiel jetzt deine Frau stirbt, ja, oder du, am besten Beispiel, du stirbst, ja, dann möchte deine Mutter dich mitnehmen, beispielsweise. Dann sagt der Richter, sagst du, nein, darfst du nicht. Du darfst gehen, aber die Kinder bleiben hier. Und das ist die Tatsache, nichts anderes dafür, dass durch die Kinder generationenweise der Islam wächst. Und das sehen wir auch, die Eroberung in einem islamischen Staat. Wir sehen zum Beispiel bei IS, wie die Kinder eingetrichtert werden, ja, und Kinder, Frauen dahin hingefahren sind, um zu gebären, um den islamischen Staat aufrechtzuerhalten. Ich möchte zwei Punkte noch geben und dann kann der Bruder Ami anfangen. Der nächste Punkt ist folgendes. Wenn die Muslime in einem islamisches Land, beziehungsweise in ein Land kommen, was nicht islamisch ist, dann ist das Gesetz verpflichtet laut Dschihad folgendes. Ich werde das hier zitieren. Dass der Iman im Falk, die theoretische Grundlagen, in Paragraph 4, nach der islamischen Pflichtrede, ist der heilige Krieg, Paragraph 4, der Dschihad ein Fard al-Kifaya, das heißt eine Verpflichtung, die als Füllen gilt. Wenn er die genügende Anzahl Muslime nachkommt, diese Verpflichtung muss aber jedes erfüllt werden. Daher besteht zwischen den Islamern Dar al-Islam und dem Auslande Dar al-Harb dauernder Kriegszustand. Das heißt, wenn in Deutschland zum Beispiel ist Feind des Islams, weil die Scharia nicht herrscht. Und dann heißt es weiter folgendes, dass es dann Dar al-Harb. Dar al-Harb ist das deutsche Land. Das heißt, wo keine Scharia ist, ist laut Islam Feind. Der nur durch einen höchsten 10 Jahre laufenden Waffenstillstandsvertrag, Muhadana oder Muadan, unterbrochen werden kann. Ein solcher Vertrag darf jedoch nur geschlossen werden, wenn die Muslime sich in der Minderzahl befinden. Wenn sie zurzeit nicht fähig sind, der Feinde Herr zu werden, wenn sie Zeit nötig haben, ihre Streitkräfte zu rekognosieren, und dann wird erfordert, wenn die in der Macht sind, dann muss man diesen Staat bekämpfen. Das ist Pflicht. Das heißt, der Muslim darf hier lügen. Er darf so lange lügen, bis sie an die Macht kommen, ja, bis die sagen, der Islam ist Frieden. Sobald sie an der Macht gekommen sind, dann werden die Köpfe. Und da steht in Paragraph 4, das ist das Gesetz der Scharia, und da sehen wir hier im islamischen Fremdenrecht von Willi Häfening. Und das ist der beste Beweis dafür, dass der Islam nicht Frieden ist. Allah fordert die Menschen zu bekämpfen. Und da möchte ich eine Sache noch lesen. In folgenden Aussage finden wir hier. Die rechtliche Stellung des Fremden in islamischen Staatsgebieten. A. Grundrechte. Die Unverletzlichkeit von Personen und Eigentum. Paragraph 13. Was sagt der Paragraph 13 aus? Der Fremde, der in Dar al-Islam kommt, ist an und für sich vogelfrei. Man darf ihn töten oder ihn zu Sklaven machen. Ist das nicht heftig? Ja. Das heißt, das tut der IS. Und dann behaupten die Muslime, ja, Moment mal, IS hat doch nichts mit der islamischen Staat zu tun. Ja. Weil die ja quasi auch die Muslime ja umbringen. Aber Moment mal, wer hat den dritten Kalifen umgebracht? Ja, die Muslime.
Der erste Muslim, der überhaupt einen Muslim getötet hat, war selber der zweite Kalif Omar. Es ging zwei Sachen. Ich möchte es sofort jetzt gleich beenden, kann der Bruder Ami sofort sagen. Der erste, der überhaupt einen Muslim umgebracht hat, war selber Omar. Folgender Punkt. Damals hatten zwei Muslime Schulden gehabt und der eine Muslim hat sich mit der anderen gestritten. Beide gingen dann zu Mohammed und Mohammed sagte, du bist schuldig. Der andere war aber damit nicht einverstanden. Die gingen dann aber beide zum Omar um und Omar ging in sein Haus, hat ein Schwert genommen, hat denjenigen geköpft, weil er gesagt hat, stimmt das, dass du Mohammed widersprochen hast? Ja, Moment mal. Ist es erlaubt, einen Muslim zu töten? Definitiv. Jeder ein Muslim, der gegen die Scharia ist, den darfst du abschlachten. In Surah 5, Vers 44 bis 47 heißt es, wenn du nicht mit dem richtest, was von Allah herabgesandt hast, bist du ein Frevler. Und das ist Fakt, das steht in euren Büchern. Und Jesus Christus sagte, ich gebe euch meinen Frieden, was die Welt nicht gibt. Und ihr habt den Teufel und der Teufel gibt euch keinen Frieden. Und das ist das ganze Problem. Ihr habt Jesus nicht und ihr kennt weder Jesus Christus, ihr kennt weder den Vater, ihr habt den Satan als Gott. Das möchte ich ganz klar hier beenden. Okay, danke schön für deine Ausführungen, Bruder. Und ich würde auch gerne die Leute jetzt begrüßen, die gerade beim Livestream dabei sind. Dass ich jetzt von Facebook gesponnen bin, weil ich ein Video gepostet habe, in welchem in Pakistan rausgegangen sind und da wie eine Kirche abgefackelt haben, Schulen abgebrannt haben. Und das habe ich den Leuten gezeigt. Und das war natürlich so viel des Guten, so viel Wahrheit auf einmal. Man fragt sich immer, da kommt diese ganze Gewalt und dieser ganze Hass und alles Mögliche, ne? Viele Muslime, die wollen das einfach nicht wahrhaben, dass der Islam im Kern wirklich sehr gewalttätig ist, sehr hasserfüllt ist, einfach für Zerstörung da ist. So, ne? Wie schon der Bruder Elia zu Anfang gesagt hat, dass meine Eltern ja selber auf die Straße gegangen sind, um für das islamische Recht einzustehen, weil die ja nicht wussten, was überhaupt Islam ist. Die sind ja einfach auf die Straßen geströmt und haben geschrien, ja, wir wollen Scharia, Scharia, Scharia. Und dann, als die Scharia dann implementiert worden ist, da haben sie sich an den Kopf gefasst und haben sich gedacht, oh mein Gott, was haben wir getan? Unsere Freiheit, unser normales Leben haben wir aufs Spiel gesetzt für ein System, das schlimmer nicht sein könnte. Verstehst ihr? Versteht ihr? Alles andere als menschenfreundlich oder gesteht anderen Rechte ein, andersgläubigen Rechte ein. Weil unter dem Grundgesetz sind wir alle gleich, egal ob Buddhist, Muslim, Atheist und Christ. Alle sind wir vor dem Grundgesetz, werden wir gleich behandelt. Keiner wird bevorzugt, keiner wird benachteiligt. Aber in einem islamischen Staat sind die Muslime bevorzugt, werden die Muslime bevorzugt. Alle anderen sind Najis. Najis bedeutet im Arabischen bedeutet das Dreck. Also so wie Wir sind Dreck in ihren Augen. Im Islam ist es ja so, dass der Islam sich auf fünf Säulen beruft, die ein Muslim praktizieren muss, um erstmal ein Muslim zu sein. Das ist zum einen die Shahada, das Glaubensbekenntnis, Zakat, die Almosen, Salat, das Gebet, Ramadan, das Fasten, und die Pilgerfahrt, Hajj, das sind die fünf Säulen des Islams. Und viele Gelehrten sind sich einig darüber, dass es sogar eine sechste Säule gibt. Das ist der Gipfel des Glaubens. Weil alles andere wird in den Schatten gestellt. Höchst und das Beste, was es im Islam gibt. Und so wurde der Islam verfeitet. Und deswegen wollte ich jetzt kurz mit euch durch die islamische Verfassung gehen. Der Bruder Christian Prince hat nämlich auf der Seite 24 über das die Verfassung geschrieben, 24 und 25. Und der schreibt Folgendes auf der Seite 24. Was ist denn der Islam? Fünf Säulen hier aufgelistet. Folgendes. Diese fünf Punkte behandeln jedoch nur, was den Islam als Gesamtpaket ausmacht. Das sind nicht die Säulen. Die Angaben sind völlig vollkommen falsch, zumal der Islam auf sechs Elementen fußt. Im folgenden Hadith aus Sahih al-Bukhari, für die das prüfen wollen. Sahih al-Bukhari,
Band 1 auf der Seite 13. Mohammed folgendes: befohlen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen, Dschihad zu betreiben. Dass es keinen Gott gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist und dass sie das gibt. Und die Zakat, wenn sie das tun, dann wird ihr Blut und ihr Eigentum von mir sicher sein. Weiter, wenn wir uns diesen Hadith ansehen, lernen wir, was sich Mohammed und der Islam von der gesamten Menschheit wünschen. Das wäre die islamische Verfassung. Jetzt kommt's. Mohammed hat die Pflicht, alle Menschen zu bekämpfen und sie mit Gewalt zu zwingen, den Islam anzunehmen. Andernfalls muss er sie töten. So lange, bis sie die gesamte Menschheit zum Islam konvertiert ist. So lange, bis alle sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Und sie sagen, dass Mohammed sein Gesandter ist. Dann musst du mehrmals täglich zu Allah beten. Andernfalls wird Mohammed dich auch töten. Und nur dann ist dein Geld und dein Blut vor Mohammed und seiner Armee sicher. Demzufolge ist Säule Nummer 6. Niemand ist davor sicher, getötet zu werden, mit Ausnahme derer, die zum Islam konvertiert sind. Betrachten wir das Ganze mal anders. Was passiert, wenn man den Islam nicht annimmt? Muslime müssen dich bekämpfen. Mohammed ist tot, aber die Muslime sind es nicht. Und es ist die Pflicht jedes Muslims, seinen Propheten zu folgen und im Dschihad zu kämpfen. Koransure 9,14, er prüft das hier. Aus der Koransure 9,14, bekämpft sie mit dem Schwert. Allah wird sie strafen durch eure Hände und sie demütigen. Allah wird euch zum Sieg über sie verhelfen und die Herzen seiner Gläubigen heilen. Gläubigen heilen, nicht Extremisten, Islamisten oder Terroristen, Gläubige. Muslime haben das Recht, dich zu töten. Sie haben das Recht, Frauen und Kinder zu versklaven und diese zu vergewaltigen, das sogenannte, was deine rechte Hand besitzt. Sie nehmen dir dein Geld und dein Zuhause weg. Sie übernehmen dein Land, indem sie eine islamische Regierung durchsetzen. Am meisten Freude bereitet es ihnen, das islamische Recht, Gesetz zu praktizieren. Das wäre Steinigung, das Abschlagen von Händen und Füßen und für den Tod der Ungläubigen beten. Das sind die grundsätzlichen Regeln. Allerdings gibt es noch zusätzliche Regeln, die Mohammed aufgestellt hat. Sie bescheren ihm ein großes Einkommen, ohne ihn auch nur einen Pfennig zu kosten. Christen und Juden müssen Jizya bezahlen, um am Leben bleiben zu dürfen, wenn sie sich weigern, zum Islam zu konvertieren. Und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die ganze islamische Geschichte ist nun mal so aufgebaut worden. Die Berufe der Kalifen und Mohammed, die waren ja nichts als Raubzügler. Die haben ja Beute gemacht, wie Räuber. Und weiter heißt es, wie immer lügen die Muslime, wenn sie sagen, dass man in jedem Land auf der Welt Steuern zahlen muss. Jizya, eine Steuer, das ist eine absolute Unwahrheit. Wie könnt ihr ihnen Christen und Juden in ihr Land wegnehmen und sie dann dazu bringen, euch Geld zu zahlen? Wenn zum Beispiel die USA ein islamisches Land wäre, dann hätten die US-amerikanischen Soldaten im Irak Jizya von allen Irakern bezogen und jeden Iraker, der sich zu zahlen geweigert hätte, getötet. Zahlt man Jizya, zahlt man Geld für den eigenen Schutz. Man zahlt Schutzgeld. Das sagen dir Muslime. Schutz vor wem? Vor den Muslimen. Wie ich schon immer zu sagen pflegte, der Islam ist eine kriminelle Organisation wie die Mafia. Wenn du keiner von ihnen sein willst, dann musst du sie bezahlen. Andernfalls bist du tot. Der Koran sagt uns über die Jizya jetzt hier. Koran Sure 9,29 sagt mit ganz klaren Worten, dass wir die Jizya zahlen müssen, während wir dabei blamiert, gedemütigt und herabgesetzt werden. Zahlen Muslime im Westen Steuern in Begleitung von Blamage, Demütigung und Herabsetzung? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das arabische Wort Jizya bedeutet Strafe und Strafsumme. Wieso hat die Steuer, die die Muslime zahlen, denn nicht denselben Namen? Sie zahlen Zakat und nicht Jizya. Wenn es Versteuerung ist, dann ist die Steuer einer Steuer. Ist das etwa eine Art von Diskriminierung? Ja, absolut. Bitte, ich möchte, dass du dir Ibn Kathirs Auslegung zu Koran Sure 29 durchliest. Mit folgendem Link kommst du, okay, der schreibt jetzt hier den ganzen Link, damit du das prüfen kannst. Du wirst sehen, wie hässlich dieser Glaube ist. Er fußt auf die Unterdrückung anderer Nationen und der Herabsetzung all derer, die keine Muslime sind. Ich zitiere mal eine der muslimischen Übersetzungen. Hier, jetzt kommt es von Ibn Kathir.
Das Zahlen von Jizya ist ein Zeichen von Kufr, Unglaube und Schande. Das sind nicht meine Worte. Du wirst sehen, wie Mohammed den Muslimen befahl, Christen und Juden zu demütigen, nicht als Strafe für irgendwelche Vergehen dafür, dass sie sich geweigert haben, den Islam zu praktizieren. Er sagte laut Tafsir Ibn Kassir sogar, kommt den Juden und Christen nicht mit dem Gruß des Friedens, Salam, entgegen. Und sollt ihr welchen von ihnen auf der Straße begegnen, drängt sie in deren engsten Pfad, zwingt sie durch die Kanalisation zu laufen. In der damaligen Zeit war die Kanalisation ein schmaler Kanal am Straßenrand. Christen und Muslime konnten nicht gleichzeitig auf derselben Straße sein. Heute hören wir, wie Muslime Afroamerikaner zum Narren halten, indem sie sagen, seht, was der weiße Mann euch angetan hat. Und dabei waren es die arabischen Muslime, die die heutigen Afroamerikaner im Norden Afrikas an die Europäer verkauft haben. Versteht ihr, was hier los ist? Die Muslime wurden unfähig gemacht, Dinge zu sehen, wie sie sind. Wir brauchen uns nur dieses Ausmaß durchzugehen, was passiert ist in der damaligen islamischen Welt, wie der Islam entstanden ist, als der Islam genug Power und Macht hatte, wie der sich durch Schwert verbreitet hat. Türkei war doch niemals islamisch, Iran war niemals islamisch, die ganzen Länder drumherum waren alle irgendwelche Heiden und was weiß ich, was das für Völker waren. Die hatten nichts mit dem Islam zu tun, die wussten gar nicht, was Islam ist. Die ganzen Gefolgschaft haben diese Länder angegriffen und erobert. Und der Islam hat sich durch das Schwert verbreitet, das ist Tatsache. Es war das Schwert und die Vergewaltigung. Das ist Tatsache, das kann niemand leugnen. Und die Muslime müssen langsam aufwachen, ohne Spaß. Das ist wirklich eine Katastrophe, wie man versucht, Licht zu Finsternis zu erklären und Finsternis zu Licht. Und das ist einfach für mich unbeschreiblich, weil ich will mir nur dieses Ausmaß mal ausdenken, was passiert, wenn eines Tages die Muslime hier die Oberhand haben. Sie werden nicht zum Frieden aufrufen. Sie werden die Scharia vor euren Nasen implementieren, auch die Europäer, die uns zuhören, oder die Deutschen, egal. Ihr wisst gar nicht, was das alles zu bedeuten hat, was der Islam hier vorhat in Europa. Das wird Ausmaße annehmen, was keiner sich vorstellen kann. Und es ist Zeit, diese Dinge, diese ganzen Sachen, die wir hier erwähnen, durchzugehen und sich wirklich Gedanken über diese wahnsinnigen Handlungen zu machen, die damals die Muslime praktiziert haben und die auch heute Gültigkeit haben. Weil Allahs Wort ist ja das ewige Wort Gottes. Das ist ja für Muslime unantastbar. Da lassen die gar nicht mit sich diskutieren. Die lassen es so stehen und die praktizieren jeden Buchstaben. Und der IS praktiziert jeden einzelnen Buchstaben aus Koran und Sunna. Sie sind die wahre Strömung des Islams. Auch wenn es dir nicht gefällt. Aber sie sind die wahren Muslime. Es ist die kleine Gruppe, von der Mohammed geredet hat. Sie werden um der Wahrheit willen kämpfen. Und sie sind es, die am Kämpfen sind. Nur die IS. Sonst kein anderer. Die anderen sind alle am Träumen. Und verstehen gar nicht, was hier los ist. So, Bruder. Ich bin jetzt fertig mit der ersten Sache. Und gebe das Wort weiter. Bruder? So, ist jetzt mein Teil dran, ja? Ja, genau. Oder Joseph. Und viele Themen gesprochen hat. Okay, da möchte ich auch alle begrüßen. Man kann mich hören, ja? Ich habe das Mikrofon gerade noch gewechselt. Das war auf intern, extern. Man kann mich gut hören, ja? Ja. Kann man mich hören? Ich kann dich hören. Okay, dann wird das klappen. Ja, ich möchte euch auch begrüßen und... ja, ich werde jetzt einmal darlegen, auch wie das Neue Testament, wie die Bibel uns überliefert worden ist, weil das auch immer mit der Angriffspunkt ist, der häufig angegriffen wird, macht ja auch Sinn, weil letztendlich ist das der Grund unserer Differenzen, unserer Unterschiede, nämlich die Offenbarung, auf die wir uns berufen. Muslime sagen, dass der Koran die Offenbarung des einen wahren Gottes ist und die Christen sagen, dass die 66 Schriften der Bibel, also nach dem protestantischen Kanon, muss man sagen,
die inspirierte Offenbarung des lebendigen, dreieinigen Gottes ist. Und da wird das natürlich sehr oft angegriffen, dass die Bibel völlig ist, widerspruchsfrei, unfehlbar. Es lautet, dass die ganze Bibel vollkommen inspiriert ist, also wirklich in allen ihren Teilen, und dass sie irrtumslos und unfehlbar ist und die höchste Autorität bildet für Glauben und Leben, ja, für Lehre und Praxis. Ja, und das ist selbstverständlich das Fundament des Glaubens, und da wird es noch angegriffen. Und ich möchte einmal kurz zeigen, wie die Bibel überliefert wurde. Und zwar ist ja auch, was immer wieder von Muslimen gerne gemacht wird, dass man sich auf christliche, vermeintlich christliche Gelehrte, liberale Gelehrte beruft, wie Bart Ehrmann oder Gerd Lüdemann hier in Deutschland, und wenn es nicht so alles gibt, eben diese ganze Bibelkritik. Ja, wir haben 500 Jahre Reformation, feiern wir dieses Jahr, und das hat in Deutschland maßgeblich hier so stattgefunden. Und heutzutage ist Deutschland leider die Hochburg der Bibelkritik geworden. Ja, an den Universitäten kann man sich nur ungläubig studieren. Ich kenne einen Freund, habe einen Freund, einen Bruder, der Theologie studiert hat und das Studium abgebrochen hat, weil ihm das Wort Gott madig gemacht wurde. Es wurde zum Menschenwort. Und denen ihre vermeintlichen Erkenntnisse, die werden natürlich gerne aufgegriffen. Die Bücher sind Bestseller. Die müssen nur niesen, die Leute, ja. Wie James White einmal gesagt hat, wenn Bart Ehrman niest, dann ist die New York Times da und hält ihm das Taschenbuch hin und möchte das gleich drucken, rausgekommen ist. Ja, und das erlebt man immer wieder. Was ist der erste Einwand? Eure Bibel ist verfälscht. Das kriegen wir mit der Muttermilch quasi mit, dass die Bibel verfälscht ist. Und ist ja auch, muss man sagen, logisch, ja. Wenn der Koran das Wort Gottes ist und die Bibel widerspricht dem Koran, da muss da irgendwas falsch sein, ja. Und dann will ich natürlich darüber hinaus sagen, dass es nicht nur irgendwie in der Auslegung eine Verfälschung ist, sondern tatsächlich ja mit dem Schreibgriffel. Dann wird gerne auch Jeremia 8,8 zitiert, der Lügengriffel der Schriftgelehrten und so weiter und so fort. Das ist einmal einfach mal darum gehen, wie das tatsächlich stattgefunden hat, ja. Das, ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen Bruder, der hier mit dieser ja, Textkritik auch Probleme hat, der hier mir gerne ein Fass aufmacht. Das ist ja leider der Fall zwischen zum Beispiel Elberfelder, wo die Nestle Aland zugrunde hat, oder Texas Receptus, dieser bekannte Streit, der da aus Amerika herübergeschwappt ist, aber eigentlich vollkommen unnötig ist, wie ich finde. Letztendlich, was dem zugrunde liegt, ist, Bart Ehrman, der liebt das so richtig dann hinauszubringen, hinauszutragen und diese gewaltigen Zahlen zu nennen. Wir haben im Neuen Testament 400.000 Varianten. 400.000 Varianten. Das muss ich mal vorstellen. Und dann, wie James White gesagt hat, dann lässt er da gerne eine Pause, damit das richtig schön wirkt, diese gewichtige Zahl, ja, 400.000 Varianten. Und das bei 140.000 Wörtern. Also 400.000 Varianten bei 140.000 Wörtern. Das sind drei Varianten pro Wort. Diese Zahlen werden dann gerne genannt, ja. Und das greifen Muslime immer wieder auf, um zu zeigen auch, ja, schau, eure eigenen Gelehrten, die sagen das. Aber das sind eben keine konservativen, keine evangelikalen Gelehrten. Bart Ehrman ist ja ein abgefallener Christ oder Atheist, nennt sich Agnostiker oder Atheist, ist ja eigentlich, irgendwie hängt das auch zusammen, ja, Atheismus und Agnostizismus. Heutzutage nennt sich viele sogar lieber agnostische Atheisten. Also da ist schon ein Zusammenhang da. Neulich habe ich gehört, es gibt auch agnostische Christen und sowas oder atheistische Christen, was nicht alles gibt, ne? Also ja, Leute, jedoch echt, das ist, also, naja. Also, aber man muss sagen, dass von diesen 400.000 Varianten nur, also 400.000 nur ein wirklich von Bedeutung ist. 4.000 Varianten und 2,9%, ja. 2,9% des Neuen Testamentes. Alles andere sind so Sachen wie
ob Johannes jetzt mit einem N geschrieben wurde oder mit zwei, ob Johannes am Anfang des Satzes steht oder am Ende und solche Sachen. Das sind auch Varianten, da wird alles mitgezählt und so kommt man eben auf 400.000 Varianten oder Lesarten. Und das sind 2,9% des Neuen Testamentes, den betreffen. Weil im Griechischen ist das ja so, dass Johannes am Anfang, am Ende, in der Mitte stehen kann. Ja, da kann man wirklich von den Satzteilen her machen, was man will letztendlich. Das ist im Griechischen einfach so ähnlich wie im Lateinischen, meine ich. Und 2,9%, also fast 3% wirkliche Sinn des Satzes betreffen. Also das bedeutet dann, ja, eine bedeutsame Variante auf jeder dritten Seite des Neuen Testamentes. Also wir merken, das löst sich so nach und nach in Wohlgefallen auf, verliert an Bedeutung. Also auf jeder dritten Seite des Neuen Testamentes eine Variante, die den Sinn des Satzes berührt. Ja. Und wir müssen uns da immer klar machen, wenn wir jetzt eine Zeitungsseite abschreiben würden, ja, 20 Leute heute in einen schön klimatisierten Raum hineinsetzen, ja, schöne Belichtung und dann spielt vielleicht hinten noch ein bisschen die klassische Musik und eine entspannte Atmosphäre, schreiben die da irgendwas ab, also diesen Zeitungsartikel, dann würden die nicht annähernd so gut abschneiden. Also was wir hier haben, alleine diese 2,9%, das ist wirklich herausragend, hervorragend. Ja. Und was uns das sagt hier, diese hohen Zahlen, das bedeutet eigentlich, wenn man sich vor Augen hält, wie diese hohen Zahlen zusammenkommen, dass eigentlich nicht von Bedeutung ist, weil es spricht einfach davon, dass wir eine unglaublich hohe Anzahl an Handmanuskripten haben. Ja, wir haben nämlich 2 Millionen Seiten handgeschriebenes griechisches Neues Testament. 5.700 Manuskripte. Und die Durchschnittsgröße dieser Manuskripte sind 200 Textseiten. Also wir haben, das sind ungefähr, wenn man das so nimmt, 1,1 bis 1,2 Millionen Textseiten. Ja, wenn man das genau nimmt. Je nachdem. Und dabei nur 4.000 Varianten. Das muss man sich einmal vorstellen. Auf 1,1 bis 1,2 Millionen Textseiten, handgeschriebenes griechisches Manuskripte, nur 4.000 Varianten. Also, das wird aber alles noch besser. Es löst sich noch weiter in Wohlgefallen auf. Also wenn wir das zusammenfassen, um das mal kurz zusammenfassen, 4.000 Varianten auf 1,2 Millionen Seiten, handschriftlich kopiert, über ca. 1.500 Jahre bis zur Erfindung des Buchdrucks. Da kann man wirklich nur von einem Wunder sprechen. So, jetzt können wir aber noch weiter fragen, wie ist das jetzt mit diesen Varianten, mit diesen bedeutsamen Varianten, von denen wir jeweils eine auf jeder dritten Seite des Neuen Testamentes finden würden. 4.000 Varianten sind nämlich auch kein Problem. Es handelt sich um gewöhnliche Abschreibfehler und die sind leicht zu erkennen. Ja, ganz typische, allgemeine, klar erkennbare, definierbare Abschreibfehler, für die man sogar Bezeichnungen gefunden hat. Ja? Zum Beispiel das, was gibt es hier so? Standardabschreibfehler, dass wir zum Beispiel, wenn man ein Wort oder einen Satz überspringt, warum? Ja, das kann schnell passieren. Warum? Ja. Weil wie im Griechischen, ja, im Deutschen genauso, haben Wörter oft die gleiche Endung. Ja, im Deutschen, was haben wir da? Ja? Achtung, Leitung, also es ist oder Lich oder Kalt, ja. Gibt es genauso im Griechischen. Und das, was dazwischen liegt, ja, man springt in einem Satz, man liest, hier schreibe ich weiter und dann springe ich einen Satz, das passiert ja ganz schnell. Man muss sich auch vor Augen halten, dass damals nur in Großbuchstaben geschrieben wurde und zwischen den Wörtern, dort hat man keine Leerzeichen gelassen oder auch keine Satzzeichen. Ja, vielleicht kann ich das hier gerade mal zeigen. Ich hoffe, dass das klappt, wie so ein griechischer Text da ausschaut. Ich meine hier Bildschirmfreigabe, Anwendungsfenster. Das hier kann man sehen, ja? Genial. Genial. Also so schaut das ungefähr aus, ja? Nur in Großbuchstaben, keine Leerzeichen und keine Satzzeichen. Und da kann, also lässt sich leicht ersehen, warum da Schreibfehler passiert sind. Also von einer
Verfälschung hier zu reden, wenn einem ein Schreibfehler passiert, das ist natürlich nicht redlich. Ja, das ist ja gar nichts, ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen, einfach so hat es ausgesehen und es ist leicht erklärbar. Und vor allem, man kann ja diese Fehler ausmachen. Man kann sie ausmerzen. Mache ich diese Bildschirmfreigabe wieder weg? Kein Satzzeichen, nein, gar nichts. Bin ich? Ja, jetzt bin ich wieder da, okay. Man sieht mich, oder? Oder? Ist die Bildschirmfreigabe weg? Ja, ja, ist weg. Da sieht man jemanden. Ja, ja, ist weg. Okay, ich bin da sichtbar. Okay. Ja. Dann mal weiter im Text. Moment. Ich habe da was übersehen, es geht ja noch weiter. sorry, ich blende das nur ganz gerade mal wieder ein. Anwendungsfeld. Das ist auch die Christen, die gerade zuschauen, die ein bisschen was lernen. Ja, hier zum Beispiel. Ja. Das ist aus dem ersten Johannesbrief. Und hier sieht man zum Beispiel, wie sowas aussehen kann, die gleichen Endungen. Und tatsächlich ist das eine der Varianten, die wir finden. Der liest hier und hört bei dem Man auf und fängt beim zweiten an und da fehlt dann eben hier der andere Satzteil. So, das ist jetzt weg. Genau. So schnell kann das passieren. Und da eben jetzt dann Textus Receptus und das Klarland, die weisen hier einen Unterschied auf. Wo bin ich denn jetzt gerade mit? Hier. Kann man wieder sehen? Dich kann man nicht sehen. Oh, das ist echt. Moment. Ich weiß nicht, wie man diese Bildschirmfreigabe jetzt wieder wegmacht. Jetzt aber, ne? Jetzt sieht man dich. So. Genau, und so ergeben sich dann eben diese verschiedenen Textgrundlagen, die wir haben, zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Ja? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Ah, das ist ein weiterer Schreibfehler. Den muss ich auch noch zeigen. Hätte ich gleich drin, das ist noch nicht. Hier. Dann wird nämlich zum Beispiel gesagt, hier in einem, im Textus Receptus, da steht Gott und im Nestle Aland, da steht nur er. Ja? Und dann wird eben gesagt, ja, der wird oft argumentiert, schaut her, hier zum Beispiel, wenn es heißt, Jesus war Gott, oder dann heißt es von ihm einfach nur er und er wird nicht Gott genannt, zum Beispiel in der Elberfelder. Dann ist es auf einen Abschreibfehler zurückzuführen. Weil hier, das ist hier so ein, wie nennt man das, warte mal kurz, ein Nomina Sacra, ne? Ein heiliger Name, den hat man dann abgekürzt, aus Respekt hat man den abgekürzt. Ja? Das hier soll einfach Theos heißen, Gott, und das sieht sehr, den hier sehr ähnlich, nämlich auf Griechisch er. Und so ist er sehr schnell zu Verwechslungen gekommen, weil man das einfach so abgekürzt hat und hier einfach so einen Strich da oben drüber gezogen hat. Und ja, während des Abschreibens ist da eben das übersehen worden und anstatt Gott, anstatt dass man das erkannt hat, vielleicht war man damit gar nicht vertraut, weil das ja alles andere als professionelle Abschreiber waren. Die haben im Dunkeln, im Geheimen geschrieben, unter Verfolgung die ersten 2,5 Jahrhunderte und mussten mit dem Tod, mit der Todesstrafe rechnen, wenn sie dabei erwischt würden. Ja. Wahnsinn. Und das waren Kaufleute, die genug Geld hatten, um Papyrus zu kaufen und Tinte und so etwas. Heftig, Bruder, ne? Wie die Christen mit ihrem eigenen Leben bezahlt haben, um das Wort Gottes zu beschützen, während Osman auf der anderen Seite einfach das Wort seines Gottes verbrennt. Verstehst du? Genau. Ja, richtig. Ja. Genau. Das ist so krank, ne? Ja, das ganz zum Schluss, das, wir sind auch bald am Ende, da spreche ich das nochmal an, was das für ein Vorteil eigentlich ist. Das wird uns wahrgenommen. Und ja. Aber es ist eigentlich in Wahrheit, wenn wir das dann jetzt gleich besprechen, kann man sehen, dass das ein unglaublicher Vorteil ist, den wir hier haben, diese freie Überlieferung. Wunderbar. Ja, und eine Sache muss man noch sagen. Letztendlich sind sich selbst solche Leute wie Bart Ehrmann und andere darüber klar, dass man das Neue Testament bis zu 99% rekonstruiert hat. Wir wissen bis zu 99%, was der ursprüngliche Text war. Aber Vorsicht. Ja, und das geben die auch in ihrer Fachliteratur, geben die das ja auch zu.
Ja, die haben so popular wissenschaftliche Bücher wie Misquoting Jesus, ja. Dass die sind ein bisschen eher so reißerisch aufgezogen, aber in ihrer Fachliteratur geben die das zu, ja. Die wollen ja ihren Ruf auch nicht ruinieren, den akademischen. 99% sind rekonstruiert. Aber jetzt Vorsicht, das heißt nicht, dass 1% verloren gegangen wäre. Weil die Christen haben damals bewahrend überliefert. Bewahrend, das heißt, die haben alles in den Text mit hineingenommen. Man muss sich das so vorstellen. Er hat sich vielleicht verschrieben, ihm ist das aufgefallen. Dann hat man eben am Rand immer eine Spalte gelassen, um da das nachtragen zu können. Und manchmal hat man auch einfach Bemerkungen hingeschrieben, um diesen Satz zu erklären und so was. Und ein späterer Abschreiber, ja, der dieses Manuskript sieht, besucht irgendwie eine Gemeinde, ja, irgend so ein Reisebruder damals. Und was? Oh, ich habe dieses Manuskript. Von wem ist das? Oh, haben wir nicht. Kann ich das abschreiben? Und wie du das kannst, setz dich hin und mach. Ne? Und jetzt sind da aber hier so Randbemerkungen. Und der das geschrieben hat, ist vielleicht vor 50 Jahren schon gestorben. Ja? Und jetzt weiß er nicht, ist das ein Satz, den er vergessen hat, oder ist das nur eine Randbemerkung, ein Kommentar? So, und sicherheitshalber hat man alles in den Text mit hineingenommen. Und darum haben wir eher mehr drin als weniger. Also, dieser 1% ist nicht weg, ist nicht verschwunden. Wir können heute nur nicht mit ausschließender Sicherheit sagen, welche der verschiedenen Lesarten jetzt die ursprüngliche ist. Aber sie sind nicht verschwunden. Ja, das muss man auch festhalten. Wir haben vielleicht 106% überliefert, ja. Aber da sind halt eben Zusätze reingekommen, weil er nicht gewusst hat, ob das jetzt ein Nachtrag war oder nur ein Begriff, ein Kommentar, ja, ein Zusatz, eine Erklärung oder so. Und es ist wirklich, wirklich erstaunlich, ja. Wir können sagen, die Bibel ist das bestüberlieferte Buch der Antike, bei weitem, mit weitem Abstand das bestüberlieferte Buch der gesamten Antike. Amen. Muss gerade nochmal hier gerade raus. Du musst dir mal so überlegen, Bruder Herz. Ja. Gott gibt uns ein Buch und da kann irgendwie, also die muslimische Logik dahinter, so weißt du, was ich meine? Gott gibt uns sein Wort in einem Buch und irgendwelche Leute können sein Wort verfälschen, die Worte des allmächtigen Gottes. Richtig, ja. Das ist so ein Widerspruch in sich selber, wenn ein Muslim zu mir sagt, dass das Wort Allahs verfälscht ist. Ja. Eigentlich müsste man gar nicht mehr weiterreden mit ihm. Man müsste sofort zu ihm sagen, du glaubst an einen Gott, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Ja. Steht ihr, wo wir hier gelandet sind? Ich habe da einmal ein Video drüber gemacht, weil wenn man das zu Ende denkt, wenn man das zu Ende denkt, kann man zu keinem anderen Schluss kommen, außer dass Allah das vorherbestimmt hat, dass die Bibel verfälscht wird, wenn es sein Wort ist. Das geht gar nicht an. Du kannst zu keinem anderen Schluss kommen. Weil genauso würde ich argumentieren und argumentieren ja auch Christen, kann es sein Wort nicht bewahren. Was ist das so? Irgend so ein Paulus ist gekommen und irgendein anderer Christ und hat das Wort des allmächtigen Gott verfälscht. Ja, Überprüfung. Ja, beim Koran hat er gesagt, er wird es bewahren vor Fälschung, aber hat er es den Menschen überlassen? Ja, hat er dann gewusst? Hat Allah dann etwa nicht gewusst, was mit der Bibel passieren wird? Wenn er es gewusst hat, beschlossen, dass das verfälscht werden wird, hat es vorher bestimmt, dass das so sein wird. Das ist die Schlussfolgerung, zu der man, da kommt man nicht drum herum. Ja. Also wir sind jetzt gleich am Ende hier nochmal ganz kurz. Was wir haben, es ist das beste überlieferte Buch der Antike. Zum Beispiel aber, ja, in Latein. Und so haben wir sogar noch 1000 Abschriften. Man kann sogar bis auf wenige, ich meine, es sind weniger als 10 Verse. Man könnte, wenn du alle Manuskripte, die wir haben und alle antiken Übersetzungen, wenn du die alle verbrennen würdest, noch fast das ganze Neue Testament alleine aus den Briefen der Kirchenväter und der frühen Christen rekonstruieren, bis auf, ich meine, 6, 9 Verse oder so. Ich meine, es war weniger als 10 Verse, weil die so reichlich zitiert haben aus dem Neuen Testament und wir haben denen ihre Briefe. Ja. Selbst daraus könnten wir das Neue Testament fast vollständig rekonstruieren. Das muss man sich mal vorstellen. Also was Halleluja. wir haben, sind dann 124 Manuskriptzeugen aus den ersten 3 Jahrhunderten. 12 Abschriften davon sind aus dem 2. Jahrhundert. Ja? Wir haben Teile aller 4 Evangelien, wir haben 9 Paulusbriefe, Apostelgeschichte, Hebräerbrief, Offenbarung, oft gesammelt. Ja?
Da zum Beispiel findet man auch den Hebräerbrief, wo Muslime auch gerne sagen, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Wer ist der Verfasser? Ja. Wir finden eine Sammlung der Paulusbriefe, eine sehr frühe Sammlung der Paulusbriefe, und da ist der Hebräerbrief auch drin. Man sieht, dass die frühe Kirche gewusst hat, von wem er geschrieben wurde, dass es autoritatives Wort Gottes war. Also wir finden eine schnelle und eine sehr frühe Verbreitung. Ja? Und man wird oft, was gesagt wird als Argument, das wurde, das müsst ihr euch mal geben, das wurde von den Bibelkritikern, von diesen liberalen Theologen, wurde das so argumentiert. Also die neutestamentlichen Schriften, die Evangelien müssen sehr, sehr spät niedergeschrieben worden sein. Warum? Weil sie eine Naherwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus hatten. Das wurde alles nur mündlich weitergegeben, weil die Christen sollen geglaubt haben, der Herr Jesus kann jeden Tag, jeden Augenblick wiederkommen. Darum hat man sich gar nicht die Mühe gemacht, was abzuschreiben, man hat es mündlich weitergegeben. Klingt erstmal logisch und plausibel, ne? Und schau mal aber, wie das dieses Argument in sich zusammenfällt und einfach als willkürlich, als subjektiv und absolut haltlos sich erweist. Weil nachdem man die Qumran-Schriften gefunden hat, dann hat man die Essener kennengelernt, diese Sekte der Juden, ja, also jetzt nicht im Negativen, aber es war halt eine Partei unter den Juden, eine Parteiung. Und die hatten ebenfalls eine Erwartung des nahen Endes der Welt. Die haben gedacht, das Ende der Welt kommt jetzt jederzeit. Kommen. Was haben die gemacht? Die haben geschrieben wie die Verrückten. Gerade weil sie gedacht haben, der Weltuntergang steht kurz bevor, haben die geschrieben wie die Verrückten. Also das Argument kippt jetzt genau in sein Gegenteil. Ja? Und dann merkt man, wie unsinnig und dumm solche Argumente letztendlich sind und völlig haltlos sind. Ja? Einfach so willkürlich, ohne Aussagekraft. Ja, die kommen ja auch mit dem Hieronymus, wie der Typ heißt, weißt du, der Kirchenvater, Hieronymus. Ja. Dass der irgendwie das Johannesevangelium oder Habakuk verfälscht hätte, so. Das ist einfach nur Abschreibfehler, die der ge gemacht hat. Ja, er kommt ja, also der Hieronymus, der kommt ja voll spät. Wir haben Abschriften, die weit vor ihm sind. Das ist natürlich Humbug. Er war einer der wenigen, die damals griechischkundig waren, und er hat das eben in Latein dann übersetzt. Das kommt ja von ihm, die Vulgata. Ne? Ja. Also jetzt aber zum Punkt, diese unkontrollierte und freie Verbreitung des Neuen Testamentes, was für ein unglaublicher Vorteil das ist. Ja? Muss man sich so vorstellen, wir haben eine Überlieferungsstränge, Überlieferungslinien, die unabhängig voneinander und unkontrolliert abgelaufen sind. Wir haben verschiedene Überlieferungsstränge, ja? Und das ist so ein Vorteil. Man muss sich das so vorstellen. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt Briefe an die Gemeinden. Ja? Kann man sehen, wie die Führung Gottes wunderbar dazu geführt hat, dass wir Gottes Wort haben, neutestamentliche Briefe von Paulus, weil er im Gefängnis war, und sagt, und schreibt ihn ab und lasst ihn auch in Laodicea lesen, ja, und schreibt auch den ihren ab und lest ihn bei euch und solche Sachen. Also Paulus schreibt Briefe, die Neuen Testament, also die Evangelien wurden geschrieben, die haben zirkuliert zwischen den verschiedenen Gemeinden und wurden immer wieder abgeschrieben, die Briefe. Dann wurden sie gesammelt in ganze Sammlungen zusammengefasst. Und dann hat man komplette Sammlungen abgeschrieben, und so sind dann die Sammlungen entstanden, und irgendwann diese einzelnen Briefe landeten irgendwann wieder am Ursprungsort, ja. Und dort wurden die dann eben zu Sammlungen zusammengefügt. Dann wurde das alles komplett abgeschrieben. Und jetzt haben wir zwei Arten von Überlieferungen. Derjenige, wo mehrere Linien unabhängig voneinander schreiben und von keiner Obrigkeit, ja, von keinem Papst, von keinem König oder Kalifen kontrolliert. Im Gegenteil, die wurden verfolgt von der Obrigkeit. Dort konnte keine Obrigkeit irgendwie, also zu keiner Zeit hat es eine Obrigkeit gegeben, die Macht gehabt hätte, alle Manuskripte zusammen zu vernichten. Das war zu keiner Zeit gegeben, nicht möglich. Wurden sogar verfolgt eben, ja, von der Obrigkeit. Und dieser Vergleich, diese stille Post, ja, dieser stille Postvergleich, dass man jemandem was ins Ohr flüstert, das geht so um die Ecke, ja. Am Ende kommt sowieso was anderes raus. Da sammelt die Rüben, und am Ende kommt die glorreichen Sieben oder so ein Schwachsinn. Ja. Also, genauso war das mit dem Neuen Testament. Aber Unsinn, ja.
Das ist eine komplett falsche Analogie, komplett falscher Vergleich. Und beim Koran war das eben so. Man hatte eine Obrigkeit, ja. Obrigkeit wurde das gesagt, Ibn Said, ja, war das nicht, der die Sammlung hier mit der Sammlung beauftragt wurde. Und dann wurden die einzelnen Abschriften des Korans, ja, auf Schulterknochen von Tieren, auf Palmen, auf den Blättern von Palmen und Rinde und solche Sachen oder Leder, wurde das niedergeschrieben und dann als Hilfe zum Auswendiglernen. Waren die aber voll widersprüchlich und wurden dann gesammelt und verbrannt. Ja. Dann hat der Said Ibn Thabit das eben zusammengefasst und standardisiert den Koran. Aber jetzt haben wir ein Problem. Er war nie Hier, damit beauftragt worden, ne? ja, wir haben ein Problem. Er ist ein Mensch und er ist fehlbar. Ja. Und außerdem haben wir hier Mohammeds Top-Koranlehrer, Ubay ibn Ka'ab. ja, die ihm widersprochen haben. Wer war das? War das jetzt Der Ubay ibn Ka'ab. der gesagt hat, wahrlich, ich habe den Koran schon auswendig gekonnt, da war er noch in den Lenden eines ungläubigen Naja, Mannes. Ubay hat gesagt, Der Ubay ibn Ka'ab, der hat dass gesagt, ich werde, und keiner genau. der Welt werde ich meine Abschriften hergeben und ich liebe die Ja. Rezitation. Und ich liebe die Rezitation Mohammeds mehr als ihm seine. Und Mohammed hat Ja, ihm na gesagt, sicher. lernt. Ja, und einer von diesen vier genannten Top-Koranlehrer, er sagt, also ich bin ein viel besserer Rezitator als er und ich liebe die Rezitation Mohammeds viel mehr als seine. Ne? Und um keinen Preis der Welt würde ich sie aufgeben. Da habe ich auch auf meiner Internetseite die Quellen dann auch, Ja, hier die kann ich auch. der Koran, der ursprüngliche Koran von Ubay ibn Ka'ab hatte 116 Suren. Der von Richtig, Ibn genau. Mas'ud hatte 111. Und der Ja. heutige Koran hat 114. Und dann machen die uns Christen, ne? Ich bin ja auch so, mit diesem Argument bin ich ja zu Christen gegangen. Meine ich ja, an welche Bibel glaubt ihr denn? An die 66 Bücher der Evangelikalen oder an die 73 Bücher der Katholiken? Genau. Ja, warte mal, aber der kann ja genau die gleiche Frage stellen. Aber an welchen Koran glaubst du denn? An die 116 Suren von Ubay ibn Ka'ab oder an die 111 von Ibn Mas'ud oder an die 114, die du heute in der Hand hast? Absolut richtig, Und ja. welcher ist jetzt der Kanon von Allah? Verstehst du, so viele Unterschiede, die ganzen Uneinigkeiten zwischen den ganzen Sahaba und so. Und das habe ich auch so Abu Naji gesagt. Meinst du, die waren sich alle uneinig. Die kamen alle nicht klar. Jeder hat verschiedene Koran in der Hand gehabt. Der eine hatte sogar zwei extra Suren der Ubay. Und bei uns ist halt eben der Vorteil, wir können durch diese unglaubliche Fülle und Masse an Material zu 99% rekonstruieren, ursprünglichen, wirklichen Text rekonstruieren, durch diesen enormen Aufwand des Gleichens. Aber wir haben die Möglichkeit einfach da, ne? Festmachen, erkennen, aussortieren, die ursprüngliche Lesart finden. Und ja, das dank der Textkritik, ja, was nichts mit der Bibelkritik selbst zu tun hat. Weißt du, sollen wir vielleicht noch den Kanon ansprechen? Warum 66 Bücher? Also wer will, ich habe das auch auf meiner Internetseite, Apologetik-Absolut, unter Dogmatik, Lehre von der Bibel und dann auch die ganze Bibel ist Gottes Wort, oder wird das jetzt dann auch zu lang? Weil ihr habt noch von einem vierten Thema geredet, ne? Ja, also ich glaube, ihr habt schon ein paar Punkte schon ernannt über die Koran, also wie der Koran ungefähr entstanden ist. Ich möchte nochmal auf ein paar Punkte eingehen über die Wunder des Korans, weil Mohammed behauptet, also die Muslime behaupten, Mohammed hat Wunder gewirkt und wie auch immer. Erste Frage an die Muslime. Also wenn Mohammed Geburt, das heißt von Amina aus ihrer Vagina kam ein Lichtstrahl bis nach Syrien ging. Das heißt hier deutet der Sahih, dass es ein Wunder ist. Meine Frage jetzt an alle Muslime. In Sura 6, Vers 110 bis 12, da heißt es, zuvor haben sie bei Allah einen feierlichen Eid geschworen, dass wenn ihnen ein Zeichen, ein Wunder oder die Erfüllung ihrer Wünsche gesendet wurde, sie daran glauben wollen. Doch sagte, allein bei Allah steht es, Wunder zu tun. Doch ihr begreift sie nicht und wenn sie nun kommen, so glaubt ihr doch nicht und nie daran. Hier heißt es, dass Gott belehrt den Propheten dann weiter, wir wollen ihr Herz und ihr Gesicht von der Wahrheit abwenden, weil sie nicht bereit zum ersten Mal daran geglaubt haben. Da wollen wir sie im Irrtum herumirren lassen,
Und wenn ihr von auch und wenn ihr ihnen auch Engel gesandt hätten und die Tote bei ihnen reden und alle Dinge vor ihren Augen wieder auferstehen lassen, so hätten sie doch nicht geglaubt. Es sei denn, dass Allah es anders gewollt hätte. Und dann muss man ganz klar feststellen, ich werde auf vier Punkte hergeben, dass die Wunder des Korans ein totales Schwachsinnig ist. Erstens, wenn die Geburt von Aminas Vagina ein Lichtstrahl bis nach Syrien ging. A. Wieso hat Mohammed die Koraschiten getötet? Wieso hat Allah sie nicht vernichtet? Wir finden zum Beispiel die Wunder, zum Beispiel das Gericht im Alten Testament, dass manchmal Gott selber angegriffen hat und eine ganze Stadt vernichtet hat. Wir finden diese Aussagen in Mohammeds Zeit überhaupt nicht. Wieso passiert diese Tatsachen bei der Kindheit wie eine Legende, dass Mohammeds Geburt sagt auch aus, dass in Syrien ein bestimmter Tempel zerstört wurde? Die zweite Frage ist, wieso hat Allah die Koraschiten nicht getötet oder beziehungsweise vernichtet und hat die 316 Götzenstände nicht selber vernichtet? Wenn aber bei Mohammeds Geburt ein Richter hervorgekommen ist, dann müsste dieser Prophet auch immer wieder Wunder tun. Denn in vielen Suren beansprucht, wie zum Beispiel in Sura 12, Vers 106, heißt es, dass die Juden und die Menschen drumherum, die Heiden, von Mohammed ein Zeichen verlangt haben. In Sura 80 heißt es schon, dass Mohammed kein Wunder getan hat, weil ein Blinder zu ihm gekommen ist und er hat gesagt, beziehungsweise Mohammed ging von ihm weg. Wieso hat da Allah da Wunder getan bei Aminas Vagina, ein Lichtstrahl, und hat damals im Tempel, werde ich jetzt gleich den Namen nochmal erwähnen, dort zerstört, aber wieso hat er da kein Wunder hervorgebracht? Oder eine dämonische Frau, die eine dämonische Frau kam auch zu Mohammed und Mohammed hat gesagt, ich kann Ihnen helfen, bete zu Allah. Und dann finden wir auch verschiedene Aussagen, wie der Koran in Sura 6, beziehungsweise in den beiden nächsten Versen, zum Beispiel in Versen 95 und 96, in Sura 17, Vers 4, ich fange zuerst mit Sura 17, Vers 91 bis 94, da heißt es, nicht er wollen wir dir glauben, als bis du uns eine Wasserquelle aus der Erde strömen lässt oder einen Garten hervorbringst mit Palmenbäumen und Weinstöcken, dessen Mitte Wasserbäche reichlich durchströmen. Oder bist du Allah und die Engel in sichtbar zu zeigen bringst oder dir ein Haus voll Gold besitzt, also Gold besitzt oder mit einer Leiter in den Himmel steigst. Auch deinem Aufstieg, deiner Himmelfall wollen wir nicht glauben, wenn du nicht ein für uns ein lesbares Buch herabfallen lässt. Antworte, Lob und Preis sei meinem Herrn, bin ich denn etwas mehr als ein Mensch, der nur zum Gesang alles bestimmt ist? Also hier sehen wir wieder, dass Mohammed kein Wunder hervorgebracht hat. Hier haben einige die Juden verlangt, dass er Beweise geben sollte, dass er eine Wasser aus der Erde hervorstimmen lässt oder eine Garten hervorbringt. Wir sehen zum Beispiel bei Musa im Koran selber, hat er diese Wunder und Zeichen hervorgebracht, damit das Volk sieht, dass wirklich Gott auf ihrer Seite ist. Bei Mohammed das Gegenteil. Wir sehen aber nicht, dass Mohammed Wunder hervorgebracht hat. Denn die Muslime behaupten, alle Propheten seien gleich. Das stimmt nicht, denn Mohammed konnte keine einzige Wunder hervorbringen. Und wenn die Behauptung entsteht, dass zum Beispiel der Mond sich gespalten hat, dann ist das ja wirklich fragwürdig. Denn die Fragwürdigkeit liegt daran, dass allen anderen Wundern außer Kraft gesetzt werden, weil Mohammed kein einziger Wunder getan hat, aber Hauptsache Mondspaltung. Was bringt das für eine Mondspaltung, wenn der Mensch nicht dabei geholfen wird? Für mich ist das einfach nur eine Legende. Und dann heißt es hier weiter, in folgende Sure, in Sura 6, Vers 112. Moment, hier. Gib Gott, dass sie dich noch nicht geglaubt hätten, auch wenn er ihnen Engel gesandt hätte und alle Toten vor ihren Augen wieder auferstehen und mit ihnen reden lassen hätte. Sie hatten Mohammed immer wieder dazu aufgefordert, seine Sache durch das Herabbringen von Engeln vom Himmel auf die Erde zu beweisen oder wie Jesus einen Toten wieder zu beleben. Und Mohammed hatte die Hoffnung auf seine Erscheinung nie aufgegeben. Daran erklärt ihm Gott, sie hätten sogar auf diese Weise nie geglaubt.
Fünftens, in diesem Fall treten zwangsläufig bestimmte Fragen auf. Wenn ohnehin seit jener Vorherbestimmung war, dass die Menschen in Zukunft ungläubig bleiben und an der Vielgötterei festhalten werden, welche nützliche Absicht verfolgte Gott dann mit der Berufung eines Mannes, die ihnen Predigten halten sollten, um sie auf dem rechten Weg zu leiten? Fragezeichen. Kann man Gott dem Weisen, den Allwissen und den Unfehlbaren nutzlose Taten zuschreiben? Und das ist ein Buch von einem von Ali Dashti, 23 Jahre im Islam. Und meine Behauptung ist auf folgende. Seite 84 und Seite 82, ja, also 82 bis 85. Und meine Aussage ist einfach nochmal an die Muslime. Ich werde mal das Buch jetzt mal zur Seite legen und ich gehe nochmal auf ein paar Punkte ein. Es geht das mal um das politische Morde bei Mohammed. Das heißt, wenn ein Muslim jetzt Kritik bekommt, dann ist er sogar verpflichtet, uns quasi zu töten, unter anderem. Es gab viele politische Morde, zum Beispiel von Kab ibn al-Hasraf. Der hat zum Beispiel nach der Schlacht bei Badr in Liedern offen für die Mekkaner und gegen Mohammed-Partei ergriffen. Das heißt, er hat sich mit den Koalitionen zusammengetan und ja, Gedichte verfasst. Und da gab es einen anderen Fall, also hier wurde ein gewisser, ja, auch ein anderer, Abdullah Mohammed, so hieß er, er wurde beauftragt, diesenjenigen zu töten. Mit Erlaubnis, dass sogar lügt, um ihn in der Falle zu geraten. Und Jesus Christus sagt wortwörtlich, dass sogar Diebe und Lügner nicht in das Reich gehen werden. Und das finden wir auch in verschiedenen Machtstrukturen, in Politiker, die zum Beispiel im Kriegszustand, denn der Koran, also der Mohammed hat auch gesagt, Krieg ist auch eine Täuschung. Das heißt, man darf lügen, um in Macht zu geraten. Und dann gibt es einen anderen Fall, einen Juden namens Al-Husser ibn Rassim hatte von Haiba aus dem Banu Qahafa zu einem Angriff auf Medina ermuntert. Das heißt, er hatte dort ermuntert die also Mohammed anzugreifen. Und dann heißt es hier wortwörtlich, eine Gruppe von Freiwilligen übernahm die Aufgabe, ihn unschädlich zu machen. Sie suchten ihn in Haiba auf, erbaten als unterhändlicher Sicherheit für ihre Leben und sagten ihm auf seine Bitte ebenfalls Sicherheit zu. Nachdem sie ihn überreden hatten, mit ihnen nach Mekka aufzubrechen, um sich vom Propheten beschenken und mit der Herrschaft über Haiba belehnen zu lassen, ermordet sie ihn unterwegs mit fast alle seine Begleiter. Hier sehen wir die Zweitübige. Also Mohammed beauftragte die andere Gruppe zu lügen, um diesen Mann zu töten. Weshalb? Weil Mohammed davor fast das ganze Halbinsel total ermordet hat und die ganze Medina total ausgeraubt hat. Und er hat Briefe verfasst bis nach Reklus. Ja, und ich werde gleich noch was zu Omar sagen. Bruder, ich möchte den Bruder Josef mal fragen. Josef. Okay, dann machen wir deinen Punkt. Und dann heißt es hier weiter. In vielen Dingen heißt es hier, dass ein gewisser Ibn Nasab, das heißt, er wurde auch mit einem Lügen, wurde auch ermordet, die Gruppe von Mohammed. Das heißt, er ließ auch weitere Morde zu, um keinen Kritik an Mohammed quasi mehr zu erdichten. Und hier heißt es weiter, nach der Ermordung von Kab gab es keinen Juden, der nicht für sein Leben gefürchtet hätte. Ibn Nisam 552 Tabari 137, Vergleiche Wahhabi 192. Und hier ist es wirklich sehr fragwürdig. Danach wurde keiner mehr, hat sich getraut, über Mohammed was zu sagen. Erstens ist der Wunder des Korans völlig absurd. Mohammed hat gar kein einziges Wunder hervorgebracht, denn er sagt immer wieder, ich bin nur ein deutlicher Warner. Nach der Kindheit, als Mohammed die Kindheit und wie auch immer, da gab es zahlreiche Wunder. Aber der Koran sagt immer wieder, dass Mohammeds Wunder zum Beispiel auch zum Beispiel die Nachtreise niemand gesehen hat oder wie auch immer. Wir sehen zum Beispiel bei Jesus Christus, als Abraham ja und ausbauen wollte für die zwei, also als Jesus, ich glaube mit Abraham war das, ich glaube Mose oder Elie, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da wollte Jesus, also Petrus, für die Hausbauen. Er hat sie ganz klar gesehen und er hat die Wunder und Zeichen getan. Denn Jesus ist gekommen, damit die Ungläubigen sehen werden, die Blinden sehen werden. Und Mohammed hat blind, er hat die Sehenden blind gemacht. Also komplett das Gegenteil. Oder fertig? Okay. Ja.
Okay, ich möchte, du hast, Bruder Josef, du hast gerade den Bruder Michael gerade gehört, wie der einen Vergleich gezogen hat zwischen der Gewalt an Kritikern. Und du weißt ja, dass die zentralen Figuren für das Christentum ja der Herr Jesus ist und für den Islam ja der Mohammed ist, ne? Der Mohammed. Und der Koran sagt ja in Sure 33, Vers 21, dass das beste Vorbild, wonach Muslime sich richten sollen, Mohammed ist, ne? Das beste Vorbild oder das schönste Vorbild ist für uns Christen ist ja der Herr Jesus. Und ich wollte dich auch mal fragen, wie Jesus mit Kritik umgegangen ist. Und jetzt vom Bruder haben wir gehört, wie Mohammed mit Kritikern umgegangen ist. Er hat ja zahlreich ermordet. Und ja, der Bruder Michael hat jetzt nur ein paar Morde aufgezählt. Es gibt ja unzählige Morde, die Mohammed beauftragt hat. Angefangen von jüdischen Dichtern bis hin zu alten Damen, die halt gegen ihn gesprochen haben, die der eiskalt ermorden ließ unter Lügen und Betrügen. Und die Quellen haben wir alle da. Aber wie hat Jesus, unser Herr und Gott reagiert, wenn Menschen ihn kritisiert haben oder seine Sahaba in dem Fall, seine Gefolgsleute kritisiert haben? Wie haben die reagiert, Bruder? Ja, also wir sehen ja selbstverständlich ganz, ganz gewaltige Unterschiede zum Herrn Jesus, der Feindesliebe auch gelehrt hat, der ja von dem es heißt, dass er ein Lamm ist, der seinen Mund nicht aufgetan hat. Wir lesen kein einziges Mal davon, dass er Juden getötet hätte, dass er irgendeinen Juden getötet hätte. Ich meine, Bruder Michael hat ja auch eine Auseinandersetzung, eine Diskussion gehabt mit Ramadan, meine ich, war das, ja. Und er gesagt, ja, hat Jesus, ist Jesus Gott des Alten Testamentes? Hat er hier und da dann jemanden getötet? Das ist natürlich ein Unsinn, weil Jesus beides ist, Gott und Mensch. Und es geht darum, was Jesus als Mensch für ein Vorbild gegeben hat. Wenn Jesus nachfolgen werdet, meine Jünger, lernet von mir. Er hat Sachen gemacht wie zum Beispiel Johannes Kapitel 13, Johannes Evangelium Kapitel 13. Sagte, ihr nennt mich Herr und ihr tut recht daran, denn ich bin es. Was habe ich euch getan? Ja. Er hat sich umgürtet und hat ihnen die Füße gewaschen. Er Wow. hat also die Verhältnisse, wie sie in der Welt sind, in diesem Weltsystem, komplett auf den Kopf gestellt. Der Größte unter euch mache sich zum Diener von allen und werde Diener Amen. unter euch. Der Kleinste, der soll der Größte unter euch sein. Ich habe euch dieses Beispiel gegeben. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach lebt und tut. Ja. Wie soll ich die Füße waschen müssen? Das würde in unserer Kultur überhaupt keinen Sinn ergeben, aber diese Demut, die er niedergelegt hat, ich als der Herr, das ist ja überhaupt diese Gesinnung Christi, der in der Gestalt Ja. Gottes war, aber nicht daran festhielt, wie an einem kostbaren Schatz entäußerte, uns zum Guten und zur Philippa Ehre 2, Gottes ne? des Vaters, ja, hat sich zum Diener gemacht. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, im Gegenteil, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist diese Gesinnung, die er gelehrt hat. Wenn dich jemand verflucht, segne ihn. Ja. Wenn dich jemand verfolgt, bete für ihn. Ja, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Ja. Zwingt dich jemand mit ihm zweimal zu gehen, so geh zwei mit ihm, ne, heißt das, glaube ich. Ja, Das zwei mit bezieht ihm, sich ja. auf die Römer, auf die Besetzungsmacht. Ein römischer Soldat hatte jederzeit das Recht, einem Jüden zu sagen, hey, komm her und trage eine Meile meine Ausrüstung, mein Gepäck. Wow. Und da sagt er, wenn dich da jemand zwingt, eine Meile zu gehen, geh zwei mit ihm. Rechte Wange schlägt, ja, hier, okay, ist das gespiegelt, ich weiß es nicht. Das meint eine Rückhand, ne? Dass er dir so eine Rückhand gibt, zack, so eine Demütigung, wie die Römer damals ihre Sklaven gedemütigt haben. Die wollten die ja nicht verletzen, ne? Die mussten denen dienen. Dann haben die einfach so eine, zack, eine auf die Wange gegeben. Wenn dich jemand also auf die rechte Wange schlägt, nämlich hier so, eine Rückhand gibt, er hat dich demütigt, halt ihm auch die andere Wange hin. Er hat sich also Wow. auf die Besatzungsmacht, auf die Römer bezogen. All das hat er gelehrt. Er wurde verspottet, er wurde verlacht. 3 Jahre, fast Tag und Nacht mit ihm unterwegs, was sagt über ihn, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte. Ja. Ein Wohltäter ohne Ende, der hing am Kreuz und betet für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und allein diese Gesinnung Christi, und ich finde es interessant, dass selbst Mohammed das nicht irgendwie so wegleugnen konnte,
als er fliehen musste nach Abyssinien, da heißt es von ihnen, dass die Christen den Geist der Barmherzigkeit haben. Ja? Den Geist der Barmherzigkeit. Das ist diese Gesinnung Christi, der Heilige Geist, der uns wirklich, der versucht, diese Lammesart, ja, wie der Herr Jesus ist, in uns einzuprägen. Ja? Wir sind alles andere als vollkommen, das wissen wir, ja? Das wird erst in der Ewigkeit sein. Aber der Geist Gottes verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt das. Ja? Sagt Paulus auch. Das ist einfach wundervoll. Und da sehen wir, das ist so einen gewaltigen Unterschied. Was ich zu Muslimen gerne sage, wenn ich mich mit denen unterhalte, ich liebe Muslime, ich liebe es, wenn ich auf der Straße predige, dann, das sind die Ersten, die stehen bleiben, die Ersten, die auch ein Gespräch anfangen, die, und dann ergibt sich ein wundervolles Gespräch. Also bisher hatte ich nur gute Erfahrungen gesammelt. Ich greife das auf, ganz normal mit denen, ich sage, schau mal, ja, ich verstehe, ne, aber schau mal, ich will nicht in die Hölle, ne, genauso wenig wie du. Und da muss ich prüfen und schauen. Und ich sehe im Koran, ich weiß nicht, wie du das machst, wirklich, ich weiß es nicht, aber ich lese, dass Mohammed die 6-jährige Aisha geheiratet hat, ja, und dann, als sie 9 Jahre war, die Ehe mit ihr vollzogen hat. Bei mir zieht sich hier alles zusammen, ne, alles, ich bin ein Mann, wenn ich, allein der Gedanke, ein 54-Jähriger schläft mit einer 9-Jährigen, die, und ich saug mir das nicht aus den Fingern, bösartig oder irgendwas. Ich will die Wahrheit wissen. Ich gehe zu Ibn Kathir, ich gehe zu Al-Jalalain, ich gehe zu der Sahih-Literatur, ja, Sahih al-Bukhari, al-Muslim, und lese. Die durfte mit Puppen spielen zu der Zeit, weil sie noch nicht, hat nicht mal die Pubertät erreicht, ne? Da sage ich, ich weiß nicht, wie du das schaffst, ein 54-jähriger Mann, der mit einem 9-jährigen Mädchen schläft. So, dass ich weiß es nicht, die noch nicht mal die Pubertät erreicht hat. Und wenn er das Siegel der Propheten, das Vorbild aller Menschen sein soll, das hätte er nicht tun dürfen. Das hätte er auch tun. Das hätte er nicht tun dürfen, wenn er das Vorbild aller Menschen sein soll. Da komme ich nicht mit. Ich schaue den Herrn Jesus an, den ich kennengelernt habe, der mich verändert hat, der mich gerettet hat, der mich gefügig gemacht hat. Und ich sehe, in absoluter Hingabe zu Gott, seinem Vater, in Ehelosigkeit, Amen, das Angenehme und Schöne dieses Lebens verleugnend, Planeten. Bruder, das Problem ist mit der Heirat jetzt von Aisha, dass die versuchen, das so gut wie möglich halt so zu drehen, dass die sagen, ja, wie alt war denn deine Mutter? Wie alt war die Mutter von deiner Mutter? Weißt du, was ich meine? Und so musst du wieder zurückdenken. Aber in der arabischen, damaligen arabischen Welt war das nicht normal, ein Kind zu heiraten. Die Frau war ja Khadija. Die war ja irgendwie 20 Jahre älter als er. Und dann dieser Wandel. Und selbst der Vater von Abu Bakr, als der Mohammed um ihre Hand angehalten hat, ist ja zu ihm nach Hause gegangen, hat gesagt, ich möchte Aisha heiraten. Da hat er fassungslos gesagt, aber du bist doch mein Bruder. Aber du bist doch mein Bruder. Ich bin dein Bruder in der Religion. Aber Aisha ist mir erlaubt. Ja, wie dann der fassungslos, der Abu Bakr, wie jeder normale Vater auch reagieren würde. Ja, aber du bist doch in meinem Alter. Wie kannst du meine kleine Tochter heiraten wollen? Verstehst du? Er war fassungslos. Und das hören wir aus dem Text raus. Weil wenn jemand sich freut, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bruder hätte und dieser Bruder wäre jetzt wirklich reif genug oder meine Tochter wäre reif genug, mit ihm zu heiraten, dann würde ich mich doch freuen und sagen, hey, schön, dass du nach der Hand meiner Tochter fragst, weil ich würde sie gerne dir geben, weil du bist ein gläubiger Mensch, du stehst zu deinem Wort und. Ne, du hast sehr gute Attribute, die ich sehr, sehr an dir liebe und schätze. Aber Abu Bakr hat gesagt, aber du bist doch mein Bruder. Der konnte es nicht glauben, dass Mohammed ihm diese Frage stellt. Und das ist eine riesengroße Katastrophe. Die Muslime wissen gar nicht, dass es sich in Sahih al-Bukhari befindet. Oder in Sahih Muslim. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo, aber es befindet sich in einem von den Sahih-Büchern. Wo der Abu Bakr fassungslos halt dem Mohammed mit diesem Kommentar entgegnet. Aber du bist doch mein Bruder. Also wir haben wirklich einen. Und die Muslime versuchen hier Licht zu Finsternis und Finsternis zu Licht zu erklären. Und das hört man ganz klar und eindeutig heraus. Also es ist ein gewaltiger Unterschied da. Ja. Ich habe ja auch ein Video, der ganze Mohammed, der hat gute Seiten gehabt, soziale Reformen. Er hat dafür gesorgt, dass Mädchen nach der Geburt zum Beispiel nicht im Wüstensand verscharrt wurden. Er hat vor Almosen für die Witwen und Armen gesorgt und solche Sachen. Ne? Da ist er wirklich vorbildlich. Dann gibt es halt eben auch die anderen Seiten, die einfach
sehr bedenklich sind und Sachen, die erschreckend sind, da hast du einige genannt, ne? Also eine Sache, die ich da ganz klar drunter einordnen würde und auch gemacht habe, ist die Heirat mit Aisha, das Schlagen von Frauen und diese Killer-Milizen, also diese Schwadronen, ne? Wo es seine politischen Kritiker hier kaltblütig hat ermorden lassen, Lüge, sogar Lüge hier erlaubt hat. Das passt mit dem Charakter Jesu überhaupt nicht Überhaupt. überein. Also wirklich, das ist ein zu gewaltiger Unterschied, dafür kenne ich den Herrn Jesus zu gut. Also, und sage ich Muslime gerne, ich will nicht in die Hölle, genauso wenig wie du. Ich prüfe und ich schaue und schaue, was ich gefunden habe. Und Amen, Amen. da kann ich nicht. Ne? Kann Ich habe noch einen Punkt. ich? Ja. Bruder Michael, hörst du auch? Ja, ich höre euch die ganze Zeit. Okay, guck mal, wir wissen ja, also ich weiß jetzt, ich bin jetzt nicht in der Lage, wirklich herauszufinden, wer der Schreiber des Hebräerbriefs war. Aber nach dem Stile und der Schreibweise, wie der Hebräer Verfasser da vorgegangen ist, ist es für mich eindeutig, dass hier Paulus am Werk war. Weil der Hebräerbrief widerspricht sich nicht mit den anderen Aussagen von Paulus. Und hier finden wir wieder eine sehr, sehr, also wie der Heilige Geist, der im Hebräerbrief vorhanden ist, wie der gewirkt hat. Und diesen Vergleich, den ich jetzt ziehe, möchte ich euch sagen. Also in Hebräer 10, 24, falls ihr eine Bibel zur Hand habt, da heißt es, da der Schreiber, der das verfasst hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, sagt, lasst uns anspornen zur Liebe und zur Einigkeit. Ne? Wie steht es dort drin? Habt ihr kurz eine Bibel zur Hand? Ich habe meine jetzt da oben, sonst müsste ich hochlaufen. Kannst du es kurz aufschlagen und vorlesen? Hebräer 10, 24. Ja, Moment. Ich bin da, ich könnte es gleich vorlesen. Lies mal vor, Hebräer 10, 24. Lasst uns anspornen zur Und Liebe Gottes sein. lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Aha, Amen. Der Geist, der im Hebräerbrief wirkt, möchte, dass wir uns antreiben zur Liebe und anspornen zur Liebe. Dass wir einander lieben sollen. Jetzt pass auf. Das Gleiche können wir auch im Koran sehen. Sure 8, Vers 65. Guck mal hier. Hier. Sure 8, Vers 65. Guck hier. Wie der Schreiber des Korans mit diesem Wort umgeht, anspornen oder anfeuern. Guck dir das mal an. O Prophet, Allah soll dir vorläufig genügen und denen, die dir folgen, unter den Gläubigen. O Prophet, feuere die Gläubigen zum Kampf an. Verstehst du? Hier heißt es, der Heilige Geist, der im Hebräerbrief wirkt. Wir sollen jemanden anspornen und anfeuern zur Liebe. Und im Koran heißt es genau andersrum. O Prophet, feuere oder sporne die Gläubigen zum Kampf an. Immer ist es so, immer ist es so. In einem negativen, der Koran verdreht die ganze Bibel bis zum geht nicht mehr. Ne? Und hier sehen wir, dieses Ausmaß, was passiert, wenn der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wir sollen einander lieben, und der Schreiber des Korans sagt, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Jeder Mensch, der gesunden Menschenverstand hat, bei dem gehen schon die ganzen, müsste die Alarmglocken angehen und sagen, warte mal. Wie kann eine Schrift sagen, lasst uns zur Liebe anspornen oder anfeuern, und die andere sagt, lasst uns zum Kampf anfeuern? Ja, welche Schrift vertraue ich dann eher meine Seele an? Das muss man sich mal fragen. Wenn man wirklich nach der Wahrheit sucht, wenn man wirklich wahrheitsliebend ist, wahrheitsgetreu ist. Oder Ja. gewaltlos sein möchte. Versteht ihr? Das ist das, das ist das. Und die Muslime machen das nicht. Ja. Denn wenn sie es machen würden, würden sie das anprangern und sagen, ey, warte mal. Die Bibel hat so viele Aufrufe zur Liebe und zur Nächstenliebe, wohingegen der Koran niemals mithalten kann. Niemals. Ja, das ist ja auch so. Bruder Amir, bist du noch am Reden, Ja, oder? schön. Ja, erzähl, Also, erzähl. ja, also ich möchte nochmal zurückgreifen auf Amir, der Jesus Christus sagte, ich schenke euch den Heiligen Geist, was die Welt nicht empfangen kann. Die Muslime sind von der Welt und der Satan herrscht hier in der Welt, und wenn man Jesus nicht hat, ist das nicht verwunderlich.
Und dieser Geist finden wir auch in den Gefährten von Mohammed. Zum Beispiel Omar schreibt auf Ibn Ishaq, das Leben des Propheten, Seite 202: Es sind nur Ungläubige und das Blut eines jedes von ihnen ist nicht mehr wert als das Blut eines Hundes. Stell dir mal vor, das würde Paulus sagen oder Petrus Ja, die das ist Menschen dazu. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Wir sind in den Augen Allahs Dreck. Der Bruder Josef, du und ich, die die Muslime lieben, sind in den Augen deren Gottes, sind wir Najis, Dreck. Geh zur Sure 8, Vers 55. Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen. Wir sind schlimmer als Tiere für Allah. Was haben wir Allah getan? Allah ist nicht mal der Gott der Bibel. Nein, der Gott der Bibel sagt niemals, dass die Ungläubigen Dreck sind. Ja? Ist das nicht so? Ja. Während der Gott der Bibel sagt, in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Das ist ewiges ja. Leben. Amen, Amen. Was ich noch sagen möchte. Ja? In Sure 8,55 und sagt, wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei aller Ungläubigen. Wer sind denn die Ungläubigen? Geht Jesus 5, Vers 72 und 73. Die wir glauben, dass Jesus Gott ist. Die wir an die Dreieinigkeit glauben. Wir sind damit gemeint. Wir sind die Ungläubigen. Gestritten Ja. werden. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ich möchte das nochmal hier ergänzen. Wir sehen in Apostelgeschichte 2, dass 3000 Menschen sich plötzlich mit einem Schlag sich bekehrt haben. 3000 Menschen, Halleluja. Mohammed hätte diese Menschen zwangsweise bekehrt. Zwangsweise. Hätten wir den Jizya auferlegt, ja? Oder hätten die Wahnsinn. Wahl gehabt, den Tod zu verdienen? Und das ist ja wirklich sehr bemerkenswert. Der Gott der Bibel kommt persönlich und sendet den Heiligen Geist, ja, und die Amen, Amen. bekehren sich, die sehen diese Wunder. Und wir sehen die Taten von Mohammeds Gefährten. Omar, er sagt, sie sind Ungläubige und das Blut eines jeden ist nicht mehr wert als das Blut eines Hundes. Und das ist wirklich sehr heftig. Und wir sehen ja auch hier alleine schon die Tatsache, wie der Bruder Josef schon erwähnt hat, ich war damals in einer Moschee mit 18. Da war ich ganz frisch im Glauben an Jesus und keine Ahnung, wie ich da einfach reingegangen bin. Das war wirklich der Herr. Da haben die mir erzählt, die Imame, dort waren einige Imame während des Ramadan-Zeit, da sagten, ja, Aisha war aber 9, aber damals, sie hat die nur genommen, weil sie die besten Gelehrten danach war. Erstens, man muss keine Dame heiraten, um ihr etwas beizubringen. Zweitens hat er dann behauptet, der Imam hat dann gesagt, das sagen alle Muslime auch, dass quasi die Ehe üblich war damals. Drittens kann das aber nicht sein, weil die erste Ehe mit Mohammed war ja Khadisha. Und Khadisha war ja viel älter. Und viele waren gegen diese Ehe, weil Khadisha älter war. Wie kann das jetzt sein? Wie kann sich das nach ein paar Jahren so schnell ändern, dass auf einmal die Zeit so schnell umgedreht ist, dass die Gesellschaft sich so schnell radikal verändert, dass es jetzt auf einmal üblich ist mit einer jüngeren Frau? Also quasi, wenn Mohammed eine jüngere Frau heiratet, Alhamdulillah ist halal. Aber wenn Mohammed aber eine ältere Frau hatte, das ist natürlich, war damals nicht vernünftig. Also man sieht in der ganzen Auslegung einfach hier, dass es totale Widersprüche gibt, ja. Das passt von vorne bis hinten nicht. Weil Mohammed war einfach ein Sexsüchtiger. Das lesen wir auch in Seite 5 von Ibn Ishaq, das Leben des Propheten. Wie heißt es hier? Der Zug nach Khaybar im Monat Muharram des Jahres 7. Ich zitiere. Hier heißt es, und eroberte Festung von Festung. Als erste fiel die Festung von Nahim. Dort starb Mahmud ibn Maslama, als ein Müllstein auf ihn herabgeschleudert wurde und ihn tötete. Der nächste Festung war Khamis und er gehörte dem Stamm Abu al-Haik. Von ihm nahm der Prophet einige Frauen gefangen, darunter Safia, die mit Chinana ibn Rabi verheiratet war, und zwei ihre Cousinen. Safia nahm der Prophet für sich selbst. Guck mal, wie heftig das ist. Sie war verheiratet und er nimmt sie trotzdem zur Frau. Das ist natürlich halal. Das ist natürlich nicht haram, ne? Also, ich meine hier, es tut mir leid, wenn ich manchmal so ein bisschen laut bin, aber es ist ja, das tut mir nur weh, weil mein Onkel ist da drin, der ist ein Salafist und ich habe meistens nur mit solchen Leuten zu tun und manchmal
fehlt mir wirklich einfach nur die Geduld. Aber ich muss die Ruhe bewahren. Und dann heißt ja, es hier oder? Weiter, als Mohammed diese dann aber für sich selbst aussuchte, schenkte dir die beiden Cousinen. Alle Gefangenen von Khaybar wurden unter die Muslimen verteilt. Als der Prophet eines Tages sah, wie die Muslime das Fleisch von Hausesel verzehrten, nannte ihnen mehrere Dinge, die er ihnen fortverbot. Und dann heißt es hier weiter. Und dann, die nächste Frau war Zainab bin Harait, das heißt eine der gefangenen Frauen, ein gebratenes Schaf. Also hier heißt es, dass sie ihn vergiftet hatte. Später wurde der verstorben. In Sura 69 sagt der Koran selber, daran erkennt seinen falschen Propheten, wenn er nach seinem Herz die durchschnitten wurde. Und dann gibt es eine von Ban Harit, ich bin sofort gleich fertig. Da hat er davor die ganze, also von Banu Musalik, der ganze Stamm abgeschlachtet. Also ich zitiere: Ich bin Jawahida, die Tochter des Harit ibn Abi Dirara, des Führers seines Stammes. Mir ist, wie du weißt, Unheil widerfahren. Also sie ging zu Mohammed und sagt, ich bin der Bestandteil des Thabit ibn Khais geraten, möchte mich aber von ihm freikaufen und bin deshalb mit dir bitte zu dir gekommen, mir dabei zu helfen. Also die Frau ist zu Mohammed hingegangen, damit die Tochter, die Familie quasi freigelassen wird. Und Mohammed sagte, vielleicht möchtest du noch etwas Besseres, fragte der Prophet. Und als sie wissen wollte, was er meinte, fuhr er fort. Ich werde die Summe für deinen Freikauf bezahlen und dich heiraten. Und Jesus Christus hat umsonst den Menschen geheilt, hat weder aus seinem Munde irgendwas Böses gesagt, hat Ehebrecherin vergeben, ja, und hat sich untergeordnet, hat sich schlagen gelassen, ja, und hang am Kreuz und sprach zu den Verbrecher: Wahrlich, du wirst mit mir heute im Paradiese sein. Mohammed hätte einem Verbrecher den Kopf abgeschnitten. Und das ist der Unterschied, liebe Muslime. Wachet auf, bevor der Herr Jesus kommt. Christus kommt. Amen. Das ist ganz wichtig, dass ihr umkehrt und glaubt, dass Jesus Christus für euch gestorben ist. Und zweitens möchte ich ganz klar sagen, es gibt keinen einzigen Beweis, dass vor der Islam damals durch die Bibel Ungereimtheiten waren, ob die Bibel verfälscht ist oder nicht, oder die Bibel wurde quasi verbrannt, wie auch immer. Erst als der Koran gekommen ist, und davor beweist der Koran, dass die Tora und die Schiebe haftig vor Gott sind, aber weil die den Islam nicht angenommen haben, heißt das auf einmal, dass die Bibel verfälscht ist. Davor war überhaupt gar kein Problem. Ihr seid diejenigen, die sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Damals, als die ersten Christen, wie zum Beispiel Justin the Martyr oder wie auch immer, die hatten gar keine Probleme gehabt. Und dann möchte ich ganz klar nochmal betonen, wie überhaupt die Bibel als Beweiskraft hergegeben ist, gibt es unzählige Schreiber, die überhaupt gar kein Problem haben. Zum Beispiel finden wir hier, wie die Bibel, Papiers von Herapolis aus dem ersten Hälfte des 200, ja, da heißt es, dass er das Matthäus-Evangelium quasi kommentiert hat. Ja, aber leider, also er verfasste zwischen 110 und 130 nach Christus einen fünfbändigen Kommentar zu den Worten Jesu. Und dann heißt es, Iranius von Lyon, 180 nach Christus, zitiert hier einige Stellen aus Matthäus Evangelium. Und dann heißt es, fünften der Franzose Paul-Émile Botha im Jahr 1843 entdeckte den Hochflass auf dem Pilatusstand. Und dann heißt es, P52, die erstmal 1935 veröffentlicht worden war. Diese kleine Fragment umfasste Teile von Johannes Evangelium, Johannes 18, Vers 31, Johannes 33, Vers 37 und 38. Man datiert es auf heute ca. 100 und 150 nach Christus. Und das ist wirklich bemerkenswert. Damit rückt dieser Textus ganz dicht an die Entstehungszeit des Johannes Evangelium um ca. 98 nach Christus. Und dann soll einer mir bitte sagen, zig archäologische Funde, da sagt man, die Bibel ist verfälscht. Nur weil es im Koran steht. Aber geht doch mal auf der Suche, ob die Bibel wirklich verfälscht ist. Mhm. Ne? Und das ist es, was ich an die Muslime wirklich am Herzen legen kann. Machet auf und suchet und Gott wird sich finden lassen. Amen. Ne? Ich wollte den Bruder Joseph mal fragen. Joseph, wie gehst du mit dieser ganzen Sache um, dass zum Beispiel, dass wir direkt von Allah als Dreck beleidigt werden, als schlimmer als das Vieh? Wie gehst du so mit dieser Tatsache um? Das ist ja Fakt.
Also das ist ja jetzt keine Hetze oder irgendwie von mir weit hergeholt. Das steht ja wirklich so im Koran drinne. Wie empfindest du das, als Christ so diffamiert und beleidigt zu werden? Was geht so in dir vor, wenn du sowas liest? Ist das relativ kalt, muss ich sagen. Also das gleitet an mir ab wie ein Tropfen Wasser in einer Ölflasche. Ja, also, nee, wirklich. Also ich weiß, wer ich bin in Jesus Christus. Was auf mich wartet in Zukunft, in Herrlichkeit, wenn der Jesus wiederkommt. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich weiß ganz genau, woran ich bin, durch die Bibel und den Herrn Jesus. Das ist einfach, das findet man nirgendwo. Alles, was man finden kann in Religionen, das ist eine religiöse, fanatische Überzeugung, aber wir haben das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Ich darf wissen, dass ich Kind Gottes bin, ja. Römerbrief Kapitel 8, Vers 16. Oder der Herr Jesus, wenn er mir sein Versprechen gibt, im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht mehr, er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Also es ist abgeschlossen, der hat ewiges Leben. Nicht wird es vielleicht eventuell, wenn er im Dschihad stirbt oder so, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, er kommt in kein Gericht mehr, er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Weiß genau, woran ich bin. Ich sehe den Unterschied und darf das Zeugnis des Heiligen Geistes in mir haben und, ja, und weiß, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und da sehen wir darin, wie wertvoll das Leben des Menschen ist, das auf, ja, enthalten im Bund mit Noah, die Todesstrafe auf Blutvergießen stand. Ja, wenn man einen Menschen umgebracht hat, dann war das so schlimm, dass man selbst sein Leben verloren hat. Das spricht einfach davon, wie wichtig, wie wertvoll das Leben ist. Nicht irgendwie ein evolutionär sich entwickeltes Tier, ja, eine weiterentwickelte Trockennasenaffenart hier, sondern es ist ein Handwerk Gottes, wo Gott selbst Modell stand. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Unser Fühlen, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unser Denken, ja. Und unser Wollen, das entspricht oder reflektiert das Fühlen, Denken, Wollen Gottes. Wir haben einen, darum ist der Mensch unbezahlbar, jedes Menschenleben ist unbezahlbar. Und ich sehe, dass, wenn der Jesus sagt, wir sollen vollkommen sein in der Liebe, wie der Vater vollkommen ist, und dann spricht er das an, was man allgemeine Gnade nennt in der Theologie. Ja. Und dann sagt der Jesus, Gott lässt es regnen über Gute und Böse, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Eine allgemeine Gnade, die Gott jedem Menschen zukommen lässt und so seine Liebe auch zeigt. Paulus, Apostelgeschichte Kapitel 17 auf dem Areopag, dass er euch gute Zeiten geschenkt hat, Nahrung und solches, ja, damit ihr ihn sucht und hat eure Herzen fröhlich gemacht. Apostelgeschichte 13, meine ich, ist das auch, wo er predigt vor den Heiden. Mhm. Ja, aber wir sehen, dass Gott den Menschen liebt. Also, mich persönlich beleidigt das überhaupt nicht. Ich habe da ein dickes Fell einfach. Ne? Also ich merke aber einfach, dass das eine ganz andere Quelle ist. Eine weniger edlere Quelle, kann man ganz klar sagen, wenn ich das vergleiche, das Neue Testament, Menschenbild, Lehre, Nächstenliebe, Feindesliebe, Beten am Kreuz für seine Mörder, wenn ich das vergleiche, ja, dann da ist der Unterschied einfach zu gewaltig und zu offensichtlich, was hier würdig ist. Das ist für mich ganz deutlich. Das war so mit einer meiner Gründe, warum ich auch damals sofort, als ich da angefangen habe, das Neue Testament auch zu lesen und das Ganze zu vergleichen, auch mit dem Koran, mir sind sofort so viele Unterschiede aufgefallen, weil ich ja zuerst den Koran gelesen habe, komplett durchgelesen habe und die ganzen Sachen immer im Hinterkopf hatte. Und als ich dann das Neue Testament gelesen habe, da hast du ja direkt den direkten Vergleich. Verstehst du, was ich meine? Und dann merkt man sofort, hier ist ein Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Das ist riesig, wie du gerade sagst, gewaltig. Weil hier merkst du und siehst, wie der Herr Jesus, was für ein heiliges und reines Leben er geführt hat. Und auf der anderen Seite sehen wir auch das Leben teilweise im Koran von Mohammed. Weil es ist jetzt nicht so viel da drin, aber du hörst schon raus, was Mohammed, der Kern, Mohammeds Botschaft war. Kämpfen, töten und getötet werden. Das ist immer die Botschaft des Korans. Und so machen das auch die, praktizieren das auch die seine Nachfolger weiter. Und wie ist das im Neuen Testament? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer
wir müssen unsere Feinde, Feindesliebe, für die beten, die uns verfolgen. Wo gibt's, welche Religion oder Glaubensrichtung? Sag, geh und liebe deine Feinde. In keiner anderen Religion, Ideologie oder Glaubensrichtung findest du sowas, was der Herr Jesus gesagt hat. Ob derjenige, der uns zuhört, Atheist, Buddhist, Hinduist oder was auch immer der ist. Aber wer die Lehre des Herrn Jesus einmal aufnimmt in sich, er kann nicht anders als ihn lieben. Er kann nicht anders. Diese Gewaltlosigkeit, diese Liebe, die der gepredigt hat und so. Natürlich, klar, hat er auch harte Sachen gesagt. Aber das ist der Herr Jesus, der ist pure Liebe, aber auch purer Zorn. Menschen das beigebracht hat, lieber in Liebe zu bleiben, versteht ihr? Weil Gott sagt ja, meine Wege sind unergründlich und eure Wege sind nicht meine Wege, verstehst du? Und so hat der Herr Jesus das ja auch den Pharisäern und sowas verklickert und alle anderen Ausstehenden ja auch. Dass der Herr Jesus ein anderes hat, mehr geliebt zu werden als alle anderen. Er ist halt derjenige, der alles verändert hat. Das ist in das. Dem Sinne, Muslime könnten jetzt Alte Testament. Muslime können Alte Testament schauen, da sehen wir einen Elia, der 400 Baals-Propheten auch geschlachtet hat, ne? Getötet hat dort und solche Sachen. Da können die schon hinverweisen, aber schauen wir im Gesetz Mose, das war eine schreckliche Zeit, die Menschen waren barbarisch, bestialisch, die waren verdorben. Ja. Das sehen wir immer wieder und Gott hatte eben seinen Plan durchgezogen. Ja, als die Zeit aber erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und Johannes leitet ja ein, durch Mose kam das Gesetz. Ne? Im Berg Sinai wurde es gegeben unter Donnern. Die Menschen haben Angst gehabt, rede du mit uns, denn wir können diese Stimme nicht ertragen. Das muss der Horror für die gewesen sein. Das muss, weißt du, ich denke da zum Beispiel, also diese Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, wo Johannes in der Offenbarung den Herrn Jesus sieht, ihn, der das Leben selbst ist, was passiert mit ihm? Er fällt wie tot zu Boden, ne? Weil er plötzlich vor dem steht, der das Leben selbst ist, fällt er wie tot zu Boden. Und in dieser Gegenwart des heiligen, gerechten Gottes haben die alle Angst gehabt. Alles, was sich dem Berg näherte, selbst Tiere mussten sterben, ein Ausdruck der Heiligkeit. Niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Er ist der ewige, unvergängliche Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und dann wurde gesagt, all diese Gebote wurden gegeben, damit sie sich alle Tage ihres Lebens fürchten. Jetzt kommt Johannes, im Johannesevangelium, im Prolog, im ersten Kapitel und sagt, das Gesetz wird durch Mose gegeben, ja, Eltern hat und alles wirklich bis ins Detail geregelt ist und Auge um Auge, Zahn um Zahn und solche Sachen. Ja, der Mensch musste sterben. Der musste sterben, wenn er einen anderen getötet hat. Also das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Ja. Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass bei ihm beides zusammenkommt und das hat ihn ja so anziehend Einmal. Gemacht, so umwerfend. Und man konnte ihm nicht widerstehen, weil er hat so eine ganz klare, bestechende Wahrheit, hat die Sachen angesprochen, die Frau am Jakobsbrunnen. Aber da kam die Liebe noch hinzu, die Barmherzigkeit, ja, Gnade und Wahrheit. Und das hat die Menschen einfach, das hat die überwältigt. Da hat Gott durch den Sohn, ja, sein Wesen offenbart, ganz offenbart hat, ja. Aber ist der gleiche, ist der alte, aber Testament, aber es ist eben, wie soll ich sagen, es ist eine Sache der Haushaltung. Ja? Der Vater erzieht sein junges Kind, sein 6-jähriges, 10-jähriges, 12-jähriges Kind anders, strenger oft als seinen 17-, 16- oder 18-jährigen Sohn. Ja? Da ändert er die Regeln, sein Verhalten. So muss man sich das vorstellen, dass wir wurden unter dem Gesetz verwahrt, schreibt Paulus, bis dass der Glaube käme, also bis dass Jesus käme. Ne? So sind wir losgeworden von ihm. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, wie Paulus schreibt. Also, ja, Amen. Gewaltige Unterschiede. Das ist fertig, oder soll ich weiter? Hallo? Bitte? Also, ja, wir hören dich. Okay. Amen erstmal dazu. Ich greife mal nochmal auf die islamische Quelle nochmal weiter. Wir sehen zum Beispiel, dass der Herr Jesus Christus ganz klar zu seinen Jüngern aufgefordert hat, zu missionieren. Und so zu missionieren, dass der Mensch natürlich die freie Wahl hat. Wir sehen zum Beispiel, dass der Jesus Christus gesagt hat,
geht in einem Haus und wenn sie euch aufnehmen, dann wird das Frieden Gottes auf sie kommen. Wenn nicht, dann wird der Friede auf euch wieder zurückkommen und verlasst diesen Haus. Wir sehen aber zum Beispiel bei Mohammeds Leute von Khalid ibn al-Walid, auch genannt der Schwert Allahs, in Seite 45 von Ibn Sach, da heißt es wortwörtlich, ich zitiere, also hier geht es darum, dass von Bani Harita, das heißt, dein Stamm sollte sich bekehren mit Zwangsweise. Wenn sie seiner Aufforderung nachgeben, sollte er ihre Unterwerfung billigen und wenn nicht, nach 3 Tagen gegen sie zu kämpfen. Sobald er bei ihnen ankam, sandte Khalid seine Reiter in alle Richtungen und diese riefen mit den Worten zum Islam auf, ihr Menschen, Aslim Taslim, nehmt den Islam an oder ihr werdet sicher sein. Die Menschen bekehren sich darauf zum Islam und folgten dem Aufruf. Khalid blieb bei ihnen, wie der Prophet es ihnen aufgetragen hatte, um sie im Islam, dem Buch Gottes und das Sunna den Propheten zu unterweisen. Dann schrieb er an den Propheten einen Brief, in dem er ihm alles mitteilte und ihm erklärte, er werde dort bleiben, bis er antwortete, der Gesandte des Gottes schieb ihn zurück, also ich dachte, er kann nicht sterben, wie auch immer. Er nahm das Barmherz und Gütige Gottes vom Propheten Mohammed, dem Gesandten Gottes, an Khalid ibn Walid. Friede sei über dir. Ich preise Gott, außer dem es keinen Gott gibt. Dem Boten kam mit deinem Brief gebracht, in welchen du mitteilst, dass sie beim Khalid kampflos den Islam angenommen haben, deine Aufforderung zur Annahme des Islams nachgekommen sind. Ich möchte es nicht ganz lesen. Hier sehen wir ganz klar, zwangsweise aus Angst haben die sich bekehrt und das ist keine richtige Bekehrung. Natürlich. Und dann heißt es hier weiter. Mohammed sagte wortwörtlich, hättet ihr nicht auch Khalid gehört? Da heißt es weiter, wenn Khalid mir nicht geschrieben hätte, dass ihr den Islam kampflos angenommen habt, würde ich euch eure Köpfe vor der Füße werfen. Das hat Mohammed gesagt. Und das ist... Oh, sehr barmherzig. Das sehen wir auch zum Beispiel bei IS, das ist die gleiche Weise. Also ich habe ja aus der Scharia, das ist ja eine Scharia-Auslegung, das habe ich hier, ein Buch, das was wirklich die Scharia sagt, mit Paragraphen sogar, ist eine, also ein Mensch in einem islamischen Land, also ein Fremder, wie man mit diesen Menschen umzugehen hat. Und das ist sehr bemerkenswert. Und dann kommen wir mal auf diese peinliche Aussagen, was hier angeblich im folgenden Hadith wirklich sehr bemerkenswert ist. Dann heißt es hier, niemand kennt das Geschlecht eines Babys vor seiner Geburt. Das ist völliger Humbug. Wir wissen, dass wir schon eine neue Technologie haben, dass man weiß, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Das finden wir in Sahih al-Bukhari, Band 2, Buch 2, Band 17, Hadith 149. Und dann heißt es hier, Babys weinen bei der Geburt, weil Satan sie berührt. Das sehen wir hier in Sahih al-Bukhari. Ja. Buch 4, oder Band 54. Oder Michael. Ein Moment. Oder Michael. Ja? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich wollte sagen, okay, jedes Baby wurde angetastet bei seiner Geburt, richtig? Von Satan, ne? Ja, richtig. Das wollte ich gerade vorlesen. Wer wurde denn nicht angetastet von Satan und seinen Dämonen? Wie bitte? Wer von der ganzen Menschheit wurde als Baby von Satan nicht angetastet? Das ist Isa im Koran. Amen, das ist Jesus. Er alleine wurde nicht von Satan berührt. Genau, sonst jeder, auch Mohammed, alle anderen auch. Darauf möchte ich eingehen. Ich möchte ganz klar betonen, dass dieser Isa nicht der richtige Jesus ist. Aber ich möchte ganz klar beurteilen, was der Hadith-Wissenschaften eigentlich so aussagt. Also das sind angeblich Hadith-Wissenschaften. Hier geht es darum, was hier eigentlich bezüglich die Sahih aussagt. Da heißt es, erzählt von Abu Harada, der Prophet sagte, wenn ein Mensch geboren wird, Satan berührte mit beiden Fingern auf beiden Seiten des Körpers. Außer Jesus, ja, dem Sohn Marias, den Satan zu berühren versuchte, aber versagte, da er stattdessen die Plazentedecke berührte. In Sahih al-Bukhari, Buch 4, Band 54, Hadith Nummer 506. So, lass uns mal darauf mal zurückgreifen. In Surah al-Dur, Ibn Kathir, Tafsir sagt, dass Mohammed 3 Tage lang seine Gebete nicht verrichten, weil er vom Schatan besucht wurde. Und wir sehen hier, dass er Macht hatte. Bei Adam zum Beispiel, Kun Fayakun sei und es wurde, der Pierre Vogel und die ganzen Islamgelehrten sagen, also Isa Geburt sei nichts Besonderes, ja, weil er auch Adam entstand ja auch ohne Eltern. Aber wir wissen, dass der Satan bei Adam auch Macht hatte.
Wir wissen, dass Adam gesündigt hat, bei Jesus nicht. Die Bibel sagt zum Beispiel in Lukas 2 mit der Versuchung, und Jesus hat alle Versuchen überstanden. Welcher Mensch, lieber Muslim, übersteht alle Versuchen von Satan? Wenn sogar dein letzter Prophet vom Satan überführt wurde und die satanische Verse aufbekommen hat. Ja, genau. Das steht in Sura 53. Er hat die satanische Verse bekommen. Und dann gehen wir nochmal weiter. Ich möchte ganz klar auch natürlich die Beweise hervorgeben, dass Mohammed verhext wurde. Und das lesen wir im folgenden Kapitel. Ich ganz klar die Sura hergeben natürlich. Und das ist für mich wirklich sehr bemerkenswert. Liebe Brüder, ja? Einen Moment, also ich werde mich jetzt verabschieden müssen, leider, ja. Ach so. Ja. 11 Uhr, ich muss weiter Schluss machen. Okay, Bruderherz, der segne dich, ja? Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Ich wünsche euch noch Gottes Segen und viel Kraft und Bewahrung danke. Auf dem Herrn. Danke für deine Worte. Danke schön, ehrlich. Bitte? Danke tschüss. Für deine Worte, Bruderherz. Danke. Ja, gerne, preis den Herrn. Macht's gut, liebe Brüder. Bis bald, ja. Yes. Bis bald. Ich hoffe, wir können das wiederholen, ja? Genau, gerne. Gottes Segen euch. Shalom. Amen. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen, Bruder. Ciao. Ciao. Ja, ich möchte nochmal darauf zurückgreifen für alle, Mohammed sogar verhext wurde. Und das finden wir ganz klar in folgenden Aussagen. Hier. So, ich möchte ganz klar was vorlesen. So, ein bisschen Geduld. So. Warum ist deine Kamera nicht an? Ja, weil wenn ich Kamera einschalte, Bruderherz, dann versteht man wahrscheinlich mich schlecht, aber ich mache mal mit Kamera. So. Jo, hier bin ich. Hey, Bruderherz. Na? Okay, Bruderherz. Geh mal, du alten Selfie, du. Nochmal weiter. Dann heißt es, ich zitiere, als es geht von Auswirkungen von Zauberei und der böse Blick, werden in der beiden Sura 113 und 114 behandelt. Da sagt Tafsir Jalalay, diese Sura erklären die meisten die Korankern so, dass die koranische Heiden Labid ibn Assam dazu bewegen, den Prophet mit einem Zauber zu verwünschen, damit er an der Weiterführung seiner Sache gehindert werde. Darauf wurde der Prophet krank, bis Gabriel herabkam und ihn über diesen bösen Zauber in Kenntnis setzte. In Cambridge Tafsir wird der Vorfall folgendermaßen dargelegt. Ich zitiere, als der kranke Prophet schlief, träumte, dass zwei Engel über seinen Kopf schweben und einer den anderen fragte, warum ist dieser Mann krank und stöhnt? Der andere Engel antwortete wegen des Zaubers, den Labid gegen ihn hergestellt und im Brunnen von Darwan versenkt hat. Als der Prophet aufwachte, schlichte er Ali ibn Abi Talib und Omar ibn Yasser los, den bösen Zauber aus dem Brunnen zu holen. Sie schöpften das Wasser aus dem Brunnen, holen die Grundsteine hoch und fanden, wie der Engel prophezeit hatte, den Zauber, eine Schnur, in der man 11 Knoten geknüpft hatte. Sie brachten ihre Funde zum Propheten. Danach kamen die beiden Sur 114, 114, die zusammen aus 11 Versen bestehen, nach und nach herab. Und immer wenn er Vers offenbart wurde, löste sich ein Knoten. Am Ende war der Prophet geheilt. Tabari gibt einen vielfarbigen Bericht. Der Tafsir al-Jalalay führt lediglich an, dass der Leser eines Vers des Lösen eines Knotens zur Folge hatte. Tamahari, der nicht in der Wirkung und Zauber glaubte, lässt die Geschichte in seinem Kaschuf aus. Also ich möchte jetzt nicht alles lesen. Hier sehen wir ganz klar, dass Mohammed ganz klar verhext wurde. Und in Sura 72 heißt es auch, dass die Dämonen gerne das Wort Allahs hören. Wir sehen zum Beispiel bei Ich möchte von dir wissen, was ist nicht passiert? Er wurde von einem Juden verhext. Er hat von Satan Verse in den Mund gelegt bekommen. Er hat ein kleines Kind geheiratet. Er hat das Wort benutzt. Ich will das jetzt nicht aussprechen. Er hat gesagt, ein Nikdaha. Die ganzen Araber wissen das. Ja. Was hat denn? Er hat Menschen den Kopf abschnitten. Er hat empfohlen, andere Menschen anzulügen, um sie hinterrücks zu ermorden. Ja. Also alles, was eigentlich. Alles hat er gemacht. Alles Gebot gebrochen war, was es überhaupt gibt. Alles. Er hat über 9 Frauen gehabt, obwohl der Koran sagt, man darf nur 4 Frauen haben. Ja. Ohne Ende. Ja, es ist ohne Ende. Ich weiß nicht. Ja, und der Bruder schreibt, und hat den Mond gespaltet, Bruder. Das darf man nicht vergessen, auf jeden Fall. Den Mond, der ist wichtig. Ich möchte noch was einen sagen.
Hat zwar keiner gesehen, so ein Riesenakt hat niemand gesehen, aber der Mond wurde gespalten. Sahih Bukhari. Ja, ich möchte noch, weil angeblich Hadith-Wissenschaften sagen. Geburtsmale werden durch den bösen Blick verursacht. Erzählt von Umar Salam, dass der Prophet in dem Haus ein Mädchen sah, dessen Gesicht einen schwarzen Fleck hat. Er sagte, sie ist unter die Wirkung eines bösen Blicks. So behandelt sie mit einer Rukia. Sahih Bukhari, Buch 7, Band 71, 6, 3, 5. Genen ist von Satan. Erzählt von Abu Harara, der Prophet sagte, Genen ist von Satan. Wenn jemand von euch gehen soll, sollte er sein Genen so gut wie möglich überprüfen. Denn wenn jemand von euch während des Gehens sagt, sagt er, ha, Satan wird über ihn lachen. Sahih Bukhari, Buch 4, Band 54, Hadith 509. Satan schläft nachts in deine Nase. Abu Huraira berichtete, der Apostel Allahs sagte, das ist alles nicht historisch zu sehen, ja? Das ist nicht wortwörtlich. Ja? Der Satan, der pupst, wenn er den Adhan hört. Ja. Kennst du den Hadith? Der Satan, wenn er den Gebet hört, den Adhan, dann pupst er damit, dann haut er ab. So. Was sind das für Überlieferungen? Das ist ja Märchengeschichte hoch 1000. Satan pupst. Na, jetzt mal ohne Spaß. Das hört sich das nicht an wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Satan pupst, wenn er den Gebet ruft. Ich sage dir, ohne Spaß, ich hole die Überlieferung raus. Der Bruder Christian Prince kann uns auch dabei behilflich sein, weil das ist so ein bisschen im Arabischen. Aber warte, es kommt noch ein sehr spannenden. Es kommt noch die Bruder, hör mal ganz kurz zu. Weißt du, wie der Satan Kinder macht oder sich befruchtet? Das kenne ich. Du weißt ja, bei uns ist das ja so, dass Mann und Frau miteinander schlafen müssen, damit ein Kind gezeugt wird. Ja, richtig. Der Satan, der wurde so ausgestattet, dass der hier an seine Innenbeine, einmal ein Penis hat und einmal eine Vagina und dann macht er die ganze Zeit so, weißt du? Klack, 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 und dann befriedigt er sich selber. So hat Mohammed das gesagt. du glaubst mir nicht, ne? Ja. Ich weiß, wie absurd sich das anhört, aber es ist wirklich so. Der Satan, der macht es sich die ganze Zeit selber. Auf einem Bein hat er so eine Vagina. Auf einem Bein hat er eine Bruder, ohne Spaß, der hat auf einem Bein eine Vagina und auf einem Bein hat er einen Penis. Und dann macht er die ganze Zeit so, klack, 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 klack. Oh Mann, ja, Bruder, hättest du das. Dann haut er da Babys raus, so Eier legt er dann. Ja, ja. Die Scheren. Das steht im Koran. Hadithen, ich werde das den Leuten noch zeigen. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht an mein Handy dran, weil mein Handy jetzt gerade hier befestigt ist mit dir. Ich möchte, dass diese Hadith sind authentisch und ich werde bald jetzt bald ein paar Bücher haben und Hadith-Wissenschaften, welche Hadith zu beurteilen, das werde ich bald bekommen. Und dann wollen wir mal schauen, was diese Möchtegern, eure Muslime sagen, die Hadith ist schwach und wie auch immer, obwohl das Sahih ist. Warte mal, ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Hadithen vorlesen. Nicht-Muslime haben 7 Gedärme, während Muslime eine haben. Ibn Umar berichtet, dass Allah Gesandter sagt, dass er nicht Muslim 7 Därme isst, während er Muslim einen Darm isst. Sahih Muslim 23, Hadith 5, 113. Al-Muwatta 49, Vers 9. Al-Muwatta 49, Vers 10. Da heißt es hier weiter, jetzt halt dich fällt. Bruder, ich muss jetzt auch gleich stutzen, Bruder. Ja, ich muss jetzt auch leider. Guck mal, lass uns jetzt nochmal für die Muslime beten. Und ich möchte ganz kurz, bitte jetzt warte mal, unterbrech mich nicht, weil das ist jetzt wichtig. Ihr Muslime und auch die Außenstehenden, die uns zugucken, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst. Jeder kennt den Zeitpunkt seiner Geburt. Jeder weiß an dem Tag, als er geboren worden ist. Jeder kennt ihn. Ich bin am 25.03. geboren. Du bist, wann bist du geboren, Bruder? An dem Tag? An welchem Tag bist du geboren? Wann hast du Geburtstag? Wann? Okay, egal. Jeder weiß auf den. Bin ich geboren. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass jeder weiß, wann er an dem Tag geboren ist. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, an welchem Tag wir wiedergeboren worden sind. Weil die Wiedergeburt ist der Schlüssel zum Himmelreich.
Du musst aus dem Geiste neu geboren sein. Und dafür möchte ich für dich, der du mir gerade zuguckst, möchte ich für dich beten, dass du wirklich umkehrst. Dass du wirklich dein Leben dem Herrn Jesus gibst. Dass der Herr Jesus an der Tür deines Herzens klopft und dass du die Tür aufmachst für ihn und ihn nicht draußen lässt. Öffne ihm dein Herz und lass ihn eintreten und lass ihn dich verändern. Gib ihm Raum, dass er dein Herz verändern kann. Und er wird es machen. Und dafür beten wir jetzt. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der das jetzt gerade sieht, Herr, dass er umkehrt und seine Schuld vor dir bereut, Herr Jesus, dass er sein Herz für dich öffnet, Herr Jesus, denn du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, Herr. Du hast uns Verständnis gegeben, Herr, dass wir liebevoll mit den Mitmenschen umgehen sollen, Herr Jesus, und das werden wir auch machen, Herr. Du hast aus mir einen neuen Menschen gemacht, Herr, und du hast aus sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt neue Menschen gemacht. Du machst aus alt neu, Herr Jesus, und das sehen wir und das können wir bestaunen tagtäglich, Herr. Wir möchten heute, an diesem Tag, möchten wir unsere Schuld dir komplett geben, Herr Jesus, dir unser Herz öffnen und dich reinlassen, Herr. Reinige uns von aller Ungerechtigkeit, Herr Jesus, und gebe uns Kraft, dass wir der Sünde widerstehen und kämpfen dagegen, Herr Jesus. Du bist der uns helfen kann dabei, Herr Jesus. Wir bitten dich für jeden Einzelnen, der das sieht, Herr, dass er umkehrt und sein Leben dir gibt, dass du ihm hilfst, Herr Jesus, Tag ein, Tag aus mit dir zu leben, Herr Jesus, dass du ihm die Kraft gibst, auch wahrlich ein Bekenner zu sein, Herr Jesus, dass er keine Angst haben soll, dass er unerschrocken dich verkündigt, Herr Jesus. Herr Jesus, wir beten für alle Menschen, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der uns verflucht oder uns nach unserem Leben trachtet, Herr Jesus, denn du hast uns beigebracht, dass wir die Menschen lieben sollen, Herr, und sie nicht hassen sollen. Und Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der uns hier gerade sieht und sein Leben dir übergibt, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass wir dir dienen dürfen, Herr, denn du bist wahrlich das Vorbild, was wir brauchen, Herr Jesus, und wir möchten dir dienen bis zum letzten Atemzug, Herr Jesus. Dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Bruder, man hört dich nicht. Ja. Ja, allmächtiger Gott im Himmel, der du bist, du Muslime aufzeigst, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch für viele ist das natürlich unverständlich. Ja, und für viele ist es auch im Götzendienst, Herr. Aber Herr, lass sie doch erkennen, dass sie in der Götzendienst gerade sind, Herr, dass sie einen Stein fürbitte, also quasi Richtung beten und dass sie den Stein küssen. Und meine, denen wird der Sünde vergeben. Und der Stein ist schwarz geworden, weil er die Sünde aufgenommen hat. Herr, du bist derjenige, der niemals schwarz wird. Du nimmst Sünden auf und reinigst sie von allem. Denn du bist der Wasser des Quelle, wie du gesagt hast zu der Samariterin. Ich gebe dir das Wasser des Lebens, wo du niemand mehr still bist. Herr, ich bitte dich, dass du den Muslimen vielleicht in Träumen scheinst, wie auch immer. Wir wahrscheinlich können es nicht tun, Herr, du siehst. Aber ich bitte dich, dass der Stolz beiseite gepackt wird und dass sie erkennen, dass sie Sünder vor dir sind und dass sie dich wirklich brauchen, Herr. Sonst gehen die wirklich verloren, Herr. Und du siehst, wie gewaltig der ganze Menschen werden, die wirklich den Koran wörtlich nehmen, dass sie wirklich Menschen töten und meinen, die kommen dann mit dem Paradies. Ich bitte dich, dass du dir die Menschen davon bewahrst und ich bete auch für die radikalen Muslime. Du siehst, wie viel Eifer sie haben, Herr. Aber ich bitte dich, Herr, dass sie umkehren, Herr, damit sie die Eifer für dich einsetzen. Amen. Amen, Bruder, Amen. Okay, Bruder Herz, ich werde jetzt. Ich möchte nochmal betonen, ihr, die uns zuhört, auch die Muslime, ich möchte nochmal ganz klar betonen, dass Bruder Michael und ich
euch Muslime lieben, egal ob ihr uns beleidigt von oben bis unten. Und es ist, ich weiß, es ist wirklich schwer, mit der Wahrheit umzugehen. Und das, was wir sagen, es ist etwas Neues für euch und ihr kommt erstmal damit überhaupt nicht klar, weil ihr, wie wir damals von den Imam und Sheikhs angelogen worden seid, weil die zeigen euch niemals die wahre Sunna, die ihr wissen solltet, versteht ihr? Wo ihr wirklich erheblichen Zweifel an Mohammeds Vorbild habt, an Mohammeds Vorbildcharakter habt. Weil als ich mich auf die Suche begeben habe und der Bruder Michael sich auf die Suche begeben hat, da haben wir Sachen herausgefunden, die wirklich schwer für unseren Glauben waren. Und wo wir sagen konnten, Mohammed, ich kann niemals Mohammed oder Bruder Michael kann niemals Mohammed als Vorbild nehmen. Und ich sage dir, wenn du auf die Suche gehst und ehrlich bist zu dir selber, so wirst du auch zu dir selber sagen, ich kann Mohammed nicht als Vorbild nehmen. Weil wenn er ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, dann musst du es auch tun, sonst ist es kein Vorbild. Wenn er getötet hat, dann musst du auch töten, sonst ist er kein Vorbild. Ist das nicht so? Natürlich. Der Herr Jesus hat ja eine Gewaltlosigkeit gelehrt. Deswegen siehst du, dass Christen, wahre Christen, gewaltlos sind. Ja, richtig. Gegenüber Andersgläubigen. Und du siehst die wahren Muslime, wo du denkst, das sind gar keine Muslime, aber das sind wirklich wahre Muslime, die auch die töten, wenn es sein muss. Ja. Und da fühlst du als Muslim dich natürlich angegriffen und sagst, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Aber weil du dich nicht auf die Suche begibst und nicht ehrlich zu dir selber bist, siehst du dieses Ausmaß, was dann passiert? Ja. Dann fühlst du dich natürlich sehr vom Kopf gestoßen mit den Fakten, die wir dann bringen. Dann denkst du dir, mein Gott, das ist wirklich heftig, was dort drin steht. Und das haben wir uns auch gedacht. Das ist wirklich sehr krass, was da drin steht über Mohammed. Ja. Weil ihr bekommt nur die schönen Sachen zu hören. Aber wir müssen das Ganze in einem Ganzen betrachten. Und dann sehen wir dieses erschreckende Bild, was wir dann bekommen. Ja, ja, ich möchte noch mal eins sagen, für alle Muslime hier. Ich fordere euch einfach auf zu einer Debatte, ob die Bibel verfälscht ist oder der Koran. Nehmt die Debatte an. Ja, und dann wollen wir mal schauen, weil ich habe jetzt mein Hangout, jetzt kann man auch vernünftig Debatte führen, was ich in den, ja, letztes Jahr kaum was hatte, weil ich da überhaupt gar kein Internet hatte. Wir können gerne einfach eine Debatte führen. Wir wollen schauen, ob der Koran eine Fälschung ist oder die Bibel. Ich fordere euch alle Muslime auf zu einer Debatte. Ja, mir egal, vielleicht 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Nehmt die Debatte auf, damit diese Euro-Muslime und möchte gern Muslime, die immer alles nachsprechen wie eine Papagei, die behaupten, die Bibel sei verfälscht oder wie auch immer, damit man für diese Menschen eine Debatte führt und natürlich auch für euch, ja, damit ihr auch umkehrt. Ich möchte mich hier verabschieden. Ich wünsche euch einfach Gottes Segen, der Herr Jesus Christus segne euch. So eine Amen. Debatte oder wie auch immer, könnt ihr uns einfach unter der Mail einfach anschreiben und dann wollen wir mal schauen, was wirklich die Bibel wirklich dazu sagt. Gott segnet euch. Shalom. Gott segne euch. Shalom, Brüder.